In dieser Episode von Wikimedia Stammtisch hört ihr mein Gespräch mit dem geschäftsführenden Vorstand von Wikimedia Deutschland, Abraham Tahiriwand. Ich habe mich mit ihm am 20. Juni 2017 in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland getroffen und wir haben über anderthalb Stunden gesprochen. Leider hat mich das Aufnahmegerät zum Schluss im Stich gelassen, sodass die letzten 10 Minuten fehlen, wo wir noch mal ein paar persönliche Dinge besprochen haben. Ansonsten ging es um seinen Werdegang, der nicht immer geradeaus verlief, aber doch sehr gut zu ihm passt. Um Arbeiten bei web.de und im Textilfachhandel und als Selbstständiger. Und wie das so ist, wenn man ein Produkt hat, wo das Umfeld noch nicht stimmt, dann zu seinen Ideen, wie das jetzt weitergehen soll mit Wikimedia Deutschland, um den Austausch mit anderen Freiwilligen und Organisationen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute bin ich zu Gast bei Wikimedia Deutschland, bei Abraham, dem Geschäftsführer. Und Abraham, stell dich doch mal vor. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, auch mit dir in deinem Podcast hier zu sprechen. Also mein Name ist Abraham. Ich bin bei Wikimedia Deutschland seit Januar 2012. Und ich bin seit Dezember praktisch der geschäftsführende Vorstand. Zuerst bis Ende Januar diesen Jahres 2017 war es interimistisch, weil ich auch als permanenter Vertreter von Christian Rickerts, unserem ehemaligen geschäftsführenden Vorstand, agiert hatte. Und unser jetziges fünftes Präsidium hat mich dann Ende Januar auf seiner Sitzung in Braunschweig zum permanenten geschäftsführenden Vorstand für Wikimedia Deutschland ernannt. Mhm. Abraham ist ja ein ungewöhnlicher Name für deutsche Verhältnisse. Hast du irgendwie Wurzeln, die zu diesem Namen führen? Interessanterweise habe ich Wurzeln, die, glaube ich, nicht zu diesem Namen führen direkt, weil Abraham ist ja christlich-abendländisch. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater war Perser oder Iraner. Und ich bin auch in Teheran geboren, 1978. Und mein Vater ist praktisch vor langer Zeit nach Deutschland gekommen zum Studieren, hat dann meine Mutter kennengelernt. Ist dann nach seinem Studium der Architektur zurück in den damaligen Iran, das war noch unter dem Schah. Da haben dann meine Eltern tatsächlich auch gelebt, weil das hat sich dann auch angeboten für meinen Vater als Iraner zurückzugehen in Iran, in Deutschland studiert. Viele, viele deutsche Firmen waren dort zu dem damaligen Zeitpunkt auch aktiv. Und dann bin ich 1978 dort auch auf die Welt gekommen und mein Name Abraham ist, wie gesagt, christlich-abendländisch. Da hat, glaube ich, meine Mutter eher so den Einfluss drauf gehabt, weil im Persischen lautet der Name Ibrahim. Und im Arabischen wäre es Ibrahim. Und im Jüdischen, wenn ich es jetzt alles zusammenbekomme, wäre es Avram. Ah ja. Genau. Und dann kam der Sturz des Schahs und dann musstet ihr weg. Genau, nee, wir mussten... Also wir mussten nicht weg, auch nicht aus politischen Gründen, aber mein Vater, also da kam die Revolution, ja, und dann hat sich auch relativ schnell alles von heute auf nachher geändert. Das heißt auch, dass er keine Aufträge dort mehr hatte, alle deutschen Firmen haben sich aus dem Land zurückgezogen. Er ist damals, so wie er es mir erzählt hatte, tatsächlich davon ausgegangen, dass es nur was Temporäres ist oder was Kurzes mit der Revolution, hat aber meine Mutter praktisch mit mir als kleines Kind praktisch wieder zurückgeschickt nach Deutschland. Er ist dann dort geblieben noch. Er ist dann aber ein Jahr später auch wieder zurückgekommen und hat dann gesagt, da ändern sich die Dinge anscheinend doch nicht. Und er hat dann hier in Karlsruhe, da bin ich auch aufgewachsen, im Baden, da hat er sein kleines Architekturbüro fortgeführt und deswegen bin ich dann auch in Deutschland groß geworden. In Karlsruhe. Da zur Schule gegangen, Abitur gemacht. Genau, in Karlsruhe zur Schule gegangen, dort Abitur gemacht, dort auch Zivildienst gemacht beim Arbeiter-Samariter-Bund. Was hast du da gemacht? Beim Arbeiter-Samariter-Bund habe ich unterschiedlichste Dinge gemacht. Da war ich einerseits im Fahrdienst, das heißt, dass ich praktisch Essen auf Rädern gemacht habe, das heißt älteren Menschen nachmittags ihr Essen gebracht habe. Morgens hatte ich tatsächlich eine richtige Tour, da musste man immer zu zweit
eine Tour fahren und da bin ich, da habe ich gehändigte oder behinderte Kinder auch abgeholt, entweder körperlich oder auch geistig, habe die morgens abgeholt, direkt an der Tür, dann sind wir unsere Tour gefahren und dann haben wir die in eine spezielle Schule gebracht. Was, wurdest du ausgebeutet als Zivi? Ausgebeutet. Oder war es okay, weil ich immer mal Geschichten höre, wo Zivis wirklich schlecht behandelt wurden? Nee, also ich muss ganz einfach sagen, für mich war das keine Ausbeutung, sondern eher das Gegenteil. Es war wirklich tatsächlich eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe ja auch noch zu dem Jahrgang gehört, der 13 Monate entsprechendes gemacht hat. Und für mich war die Entscheidung, Zivi zu machen, muss ich sagen, rückblickend definitiv auch die richtige, weil ich tatsächlich auch sehr viel auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch viel gelernt habe. Das heißt auch, daneben, dass ich so Fahrtouren gemacht habe, habe ich auch mobilen sozialen Hilfsdienst gemacht. Und das hat mich schon an einigen Stellen, muss ich sagen, sehr geprägt, auch zu sehen, Hilfsbedürftigen an der Stelle auch zu helfen. Und damals auch der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch schon viel von Ehrenamtlichen auch gelebt. Also das gesamte Konstrukt, das Sozialsystem, sozusagen das Rückgrat, das hat mich damals schon irgendwie sehr beeindruckt, dass das praktisch mit Ehrenamtlichen hauptsächlich älteren Damen aufgebaut wurde und dann halt natürlich den Zivildienstleistenden, die das dann da entsprechend auch gemacht haben. Und ich habe mich persönlich jetzt nicht ausgebeutet gefühlt gehabt, sondern eigentlich im Gegenteil, wir hatten durch die Verpflegungskosten Mehraufwand, so hieß es damals, glaube ich, auch deutlich mehr, wie jetzt zum Beispiel jemand, Kumpels von mir, die damals da zur Bundeswehr gegangen sind. Und von dem her war das alles in Ordnung für mich, ja. Da kommt man ja auch in Kontakt mit Leuten, an die man sonst nicht rankommt, weil unsere Gesellschaft ja doch eher Behinderte versteckt nach wie vor. Ja, definitiv, ja. Und vor allem auch, das hat mich auch ein Stück weit geprägt, muss ich sagen, was mir bewusst geworden ist, also viele ältere Generationen, also von ihren Familien auch nicht mehr besucht, sehr alleine gelassen, also nicht unbedingt wirklich schön anzusehen. Und ein Teil hat dann tatsächlich auch von diesem, wenn man Mittagessen dahin gebracht hat, hat dann dazu gehört, dass man da auch, selbst wenn man einen stringenten Plan hatte und man musste die Tour abfahren, zumindest aber meistens bei der letzten Tour ist man dann auch mal eine halbe Stunde noch sitzen geblieben und hat sich auch mit den Menschen dann auch unterhalten, weil man dann halt auch ganz einfach gesehen hat, leider, dass der soziale Kontakt da auch fehlt, trotz Familie nicht besucht werden. Und das fand ich, ja. Das war schon einschneidend und fand ich auch ein Stück weit sehr erschütternd und traurig, wie das teilweise für einzelne Schicksale da war. Dann bist du ins Studium gegangen. Hätte man, oder das ist der eigentliche normale Weg, den habe ich nicht eingeschlagen. Ich bin dann tatsächlich nach dem Zivi 99 war das, bin ich das erste Mal nach Berlin gegangen. Perspektivwechsel, andere Stadt, und zwar beim Bruder von meinem Vater in Berlin, Einstieg in der Modebranche. Der hatte dann zur goldenen Kudamm-Zeit im Europacenter, was heute ganz anders aufgebaut ist, aber damals war das praktisch die Einkaufsmeile auch im Europacenter, die sogenannte Mini-City. Die Zuhörer, die zumindest aus Berlin kommen, die werden das sicherlich noch kennen. Da hatte er Schuhläden und Klamottenläden, vornehmlich, sage ich jetzt mal, für die Zielgruppe Teenager bis Junggebliebene. Ja, und da gab es von Jeanshosen über T-Shirts über aktuelle Mode entsprechend alles. Ne? Und das habe ich fast 2 Jahre gemacht. Quasi solltest von der Pike auf das Geschäft lernen. Genau, der ursprüngliche Plan, das war nicht mein Plan, der ursprüngliche Plan von meinem Onkel war, dass ich praktisch das Geschäft auch mal mit meinem Cousin übernehme. Das sieht man ja jetzt, dass es zumindest bei mir das nicht geworden ist. Aber das war mal der ursprüngliche Plan, genau, dass er praktisch den Familienbetrieb, den er aufgebaut hat, dann auch mal abgeben kann. Und mein Cousin ist auch jünger als ich und ich dann praktisch sollte von der Pike an eingeführt werden mit meinem Cousin. Und wir haben aber beide entschieden, praktisch auch was anderes zu machen. Das heißt, nach 2 Jahren hast du dann was gemacht? Und dann bin ich tatsächlich wieder zurück in das schöne Karlsruhe. Wollte dann ursprünglich studieren.
hatte auch vor, Sport zu studieren, war da, weil ich schon immer sehr, sehr sportbegeistert war, verschiedenste Sportarten auch gemacht habe. Habe dann auch eine entsprechende Sporteingangsprüfung gemacht, habe mich an verschiedensten Universitäten beworben, in Köln, in Frankfurt, in Karlsruhe. Und ich wollte aber unbedingt auch in Karlsruhe aus privaten Gründen dann wieder bleiben. Ich habe tatsächlich fast überall auch in Konstanz einen Platz bekommen, aber nicht in Karlsruhe. Und ich habe dann gesagt, so, ja, dann nehme ich die Studienplätze tatsächlich nicht an. Und dann bin ich durch Zufall über einen Freund in der damaligen, das war so 2001, bin ich praktisch zur alten Web.de AG gekommen. Das war noch zu der Dotcom-Area, wo die Börse auch verrückt gespielt hat, sozusagen. Und ja, ich bin da zu einem sehr, sehr spannenden Zeitpunkt eingestiegen. Das war gerade, ich glaube, so 3-4 Tage nach dem absoluten Börsencrash, wo dann praktisch Web.de vorher Multimilliardenunternehmen war und auf gleicher Augenhöhe wie Yahoo auf einmal nur noch. Oder wie Thyssen oder. Ja, genau. Genau. Ja, das war wirklich verrückte Zeit und damals bin ich dann dort eingestiegen, als Web.de gerade im Pennystock waren und die hatten auch eine dramatische Restrukturierungsphase. Die hatten ganz viele entlassen. Und das auch irgendwie an einem Tag. Und genau da bin ich dann aber praktisch in diese. Aber dich haben sie dann genommen? Mich haben sie anscheinend, da genommen. Und ja, da habe ich dann erstmal bei Web.de einige Jahre gearbeitet. Aber du hattest doch Bekleidungsfacharbeiter gelernt oder sozusagen, ich weiß nicht, was war deine, warum haben sie dich genau als was? Naja gut, damals war das bei Web.de war das tatsächlich so, irrsinnig viele Quereinsteiger, kaum jemand irgendwie mit einem abgeschlossenen Informatikstudium, weil das war auch damals noch gar nicht so verbreitet. Ich habe dann dort praktisch im Support-Team angefangen und klassisch, da gab es dann auch schon die Einstufung zwischen First, Second und Third Level Support. Ich war dann im Second Level Support für die entsprechenden Produkte. Da bin ich dann mal eingestiegen und ich hatte da auch ein ganz normales Bewerbungsgespräch, mehrere Runden ja, warum sie mich genommen haben, müsstest du eigentlich fragen. Nicht jetzt dich persönlich, sondern mit welchen, was die Voraussetzungen waren. Ach Englisch, so. Genau, also technisches Verständnis. Technisches Verständnis, das ist ein guter Punkt. Also neben Sport, was mich immer schon interessiert hat, hat mich privat auch schon immer Technik und Computer interessiert. Hat den Commodore 128, Commodore 64, die Amigas und all das natürlich irgendwie auch mitgemacht. Nur konnte ich mir das, ehrlich gesagt, bis zu der Zeit, wo ich bei Web.de angefangen habe, nie beruflich auch vorstellen, weil ich wollte auch immer beruflich was machen, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, wo ich viel unterwegs bin und eher nicht das, sage ich jetzt mal, Bild von einem Computerarbeiter vor dem Bildschirm den ganzen Tag sitzen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht anstreben. Wie gesagt, das war dann damals eher auch übergangsweise. Ich habe dann auch gleich so beim Bewerbungsgespräch gesagt, also ich bewerbe mich dann jetzt wieder auch aufs Wintersemester bei der Uni. Und ist für mich jetzt mal temporär und ich schaue mir das mal an. Aber das Geschäft damals war ja auch so schnelllebig, auch bei Web.de. Das haben sie jetzt dann auch erstmal so zur Kenntnis genommen. Und ich bin dann dort immer mehr in die Projekte reingekommen, in das Wachstum, was dann Web.de auch wieder gemacht hat, von irgendwie damals vielleicht 100 Leuten noch oder knapp unter 100 Leuten auf knapp 600 oder was das damals auch waren, innerhalb von ein paar Jahren. Und ich habe halt dort unterschiedlichste Rollen und Funktionen übernommen, habe auch ein entsprechendes Support-Team für ein sehr großes Telekommunikationsprodukt dann entsprechend aufgebaut und ich war in unterschiedlichsten Teams unterwegs und Verantwortung und so ist es dann auch immer mehr geworden. In Karlsruhe, im alten Pfaffgelände in Durlach, die Karlsruher Zuhörer, die werden das sicherlich noch kennen, sehr schönes Gelände, genau, und da saß die alte Web.de AG. Was war dein Lieblingsprojekt dort? Mein Lieblingsprojekt, das ist eigentlich eine spannende Frage. Vielleicht eher mein Lieblingsprodukt, wo ich
sehr traurig war, dass das eingestellt worden ist, was eigentlich auch sehr, sehr kontrovers war. Also Web.de war für mich damals schon so ein Paradebeispiel mit einer unglaublichen hohen Innovationskraft. Allerdings ein Stück weit mit zu sehr Engineering-Innovationsbrille und deswegen am Bedarf des Benutzers ein Stück weit vorbei. Jetzt mal unabhängig von Web.de kennen die meisten ja, dass es ein E-Mail-Provider ist. Das Spannendste oder mein Lieblingsprodukt, mit dem ich jetzt zumindest aber nicht auf der Produktmanagement-Ebene was zu tun hatte, war auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man seine E-Mails aus dem Webbrowser heraus übrigens auch praktisch mit einem Zertifikat unterschreiben konnte und somit sogar end-to-end verschlüsseln. Okay. Oh ja. Das war damals schon möglich und das war dann, die Entscheidung habe ich damals nie verstanden, die war natürlich dann eine Web.de war ja ein börsennotiertes Unternehmen und Produkte, die kein Geld machen, kommen dann ein Stück weit auch nicht mehr weit. Eines der bekanntesten Produkte war natürlich auch Smart Surfer, ISDN-Einwahl von Web.de. Das haben auch ganz, ganz viele Leute verwendet. Aber das mit den Zertifikaten fand ich damals schon sehr, sehr, also aus meiner Sicht ganz toll, auch einfach zu benutzen. Aber im Endeffekt, die Aufklärungsarbeit für den Benutzer hat nicht stattgefunden. Warum soll ich das überhaupt tun? Welchen Vorteil habe ich? Damals war das natürlich auch noch ganz anders, nicht mit der NSA und mit Snowden und mit den. Das kam erst später, ja. Das kam alles viel, viel später. Aber das war eines meiner, muss ich sagen, Lieblingsprojekte oder Produkte und selber Verantwortung hatte ich unter anderem, da habe ich auch das Support-Team dann entsprechend auch aufgebaut gehabt. Das Technische war das Comwin-Produkt. Das war so die Vision, sage ich, die Produktvision war damals, dass man praktisch ganz einfach auch die Telekommunikationsanbieter ein Stück weit ablösen kann mit einem Produkt, was auf dem Desktop funktionieren kann, was Voice-over-IP-Telefonie kann, das Datensharing auch kann. Die Idee war auch damals, so ein Avatar auf dem Bildschirm zu haben, wo man dann einfach auch Dokumente rein drag and drop konnte, also ein Messaging-System, sage ich mal, mit verschiedensten Funktionalitäten von Dokumentenaustausch und Telefonie. Ich war auch Freemail-Kunde, also Web.de-Kunde, bis mir die Oberfläche dann irgendwann zu kompliziert wurde. Ich nutze immer noch Web2Fax von Web.de. Und das mit dem Verschlüsseln, das ist irgendwie mehr vorbeigegangen. Ich selber wundere mich, dass das immer noch nicht sich so groß durchgesetzt hat, weil die Geschichte ist dazu auch immer, dass es schwierig sei, aber ich benutze Thunderbird und es ist total einfach, das einzurichten. Ich wundere, also und ich habe sogar Leute gefunden, 3 oder 4, die auch das verschlüsseln würden, aber die dann sagen, ich muss manchmal Outlook benutzen und dann geht's nicht und so. Also es ist so schleppend. Ich habe so das Gefühl, dass das, also, verhindert das jemand, dass das eingeführt wird? Das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht, das im Moment das Aktuellste, was in die Richtung geht, ist eigentlich Keybase.io. Dass man praktisch also ausschlaggebend aus meiner Sicht bei der Thematik ist ganz einfach der Convenient-Faktor und das Benutzererlebnis. Es muss einfach ganz einfach funktionieren. Also ich würde da auch dich und mich überhaupt gar nicht als Maßstab nehmen. Darf man auch nicht. Ich finde es total einfach in Thunderbird. Wenn man das einmal eingerichtet hat, muss man bloß noch sein Passwort eingeben, wenn die Mail rausgeht. Klar, wenn wir jetzt aber zusammen vor zur U-Bahn laufen, wie viele Leute haben irgendwie ihr mobiles Smartphone in der Hand? Ich kann aber auch nicht verschlüsselt an Wikimedia Deutschland schreiben. Oder habt ihr irgendwo einen Fingerprint versteckt? Also Einzelne benutzen PGP, ich verwende auch PGP. Ansonsten steht es in der Regel in der E-Mail-Signatur, wenn wir es verwenden. Genau, ja. Aber das Thema generell ist, wie gesagt, steht und fällt mit einer einfachen Benutzerführung. Und ja, ich finde es auch einfach, im Thunderbird einzurichten. Aber ich glaube, für den Großteil der Benutzer ist es halt einfach noch immer nicht so einfach. Und deswegen habe ich gemeint, Keybase.io ist eben auch was, wo man alles im Web, im Browser verwalten kann. Dafür gibt es native Apps für Android, für iOS. Aber auch da muss man ganz einfach sagen, das ist tatsächlich auch so ein Nischen-Nerd. Produkte eher Journalisten verwenden das jetzt oder so, aber auf dem iPhone selbst gibt es keine PGP-Anwendung. Es gibt eine, da muss man dann die Mail in das Programm rüber kopieren und da wird es dann entschlüsselt. So, und das ist für viele schon wieder eine Hürde, das kann ich gut verstehen. Aber im normalen Laptop so, da gibt es auch eine
eine Erweiterung für Firefox und Chrome, wo man das dann entschlüsseln kann. Mailvellup heißt die. Mhm. Kenne ich auch, ja. Ja. Na, schade, dass das auch noch nicht geklappt hat. Aber ja, web.de, dann, du hattest da deinen Spaß. Und dann aber irgendwann nicht mehr? Irgendwann dann mal nicht mehr, ja. Nach knapp 4 Jahren habe ich es dann auch gesehen. Also die Firma ist ja, wie gesagt, damals auch dann nochmal rapide gewachsen. Damals gab es schon gerüchteweise irgendwie Übernahme. Übernahme steht irgendwann im Raum. Das hat dann auch alles stattgefunden, wo ich nicht mehr da war. Weil web.de wurde ja dann auch von Ralf Dommermuth, dem, so würde ich es jetzt auch mal sagen, der einzige deutsche Internetmillionär, den es tatsächlich gibt, praktisch dann auch gekauft. Also die 1 und 1 und Schlund und Partner. Bis auf Stefan Schambach vielleicht. Den noch, genau, den, wenn man den noch nennen will. Genau, da wurde dann web.de gekauft, aber da war ich dann auch und schon nicht mehr. Rist. Gut, Entschuldigung. Das ja, das ist, wobei der nicht Milliardär ist, glaube ich. Ach so. Okay. Und dann habe ich tatsächlich den Weg eingeschlagen, nochmal zu studieren. Also was heißt nochmal? Ich habe ja noch nicht studiert gehabt. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch Freunde bei web.de, die haben sich bewusst dagegen entschieden. Die sind dann praktisch von einem Internetunternehmen, was gewachsen ist, zum anderen, zum Beispiel auch zu vielen, die im Holzbrink Verlag aufgekauft worden sind, auch nach Berlin gegangen, wo dann ganz einfach der Track Record auf dem CV, dass man halt so einige Jahre bei web.de gearbeitet hat und was man da alles mit aufgebaut hat, dann auch ausreichend war, dass man am Ende vom Tag auch nicht ein Studium vorweisen muss. Kenne ich auch noch einige, die jetzt so, sage ich jetzt mal, im Jahrgang sind, die auch älter oder jünger sind, die damals irgendwie eingestiegen sind. Aber ich habe mich damals entschieden, das brauche ich jetzt nochmal, das will ich nochmal. Und habe dann aber auch schnell bei web.de damals, die haben mir damals ein BA-Studium angeboten gehabt. Die haben gesagt, bleib auf jeden Fall da, bleib hier. BA heißt? Berufsakademie. Mhm. Und da habe ich mich dann aber dagegen entschieden. Und ich habe in der Zeit bisschen ausprobiert. Ich habe mir als Gasthörer reines Informatik auch angehört, an der Fachhochschule und an der Uni in Karlsruhe. Die sind ja da renommiert auch, entsprechend auch bei den Studiengängen. Und dann war für mich relativ schnell klar, ich will auf keinen Fall nur Informatik studieren. Das habe ich auch gesehen bei web.de, interdisziplinär und multidisziplinär zu denken und auch die Welten miteinander zu verbinden. Das ist definitiv was, was mir persönlich Spaß macht, was mir auch liegt, was ich glaube auch sehr, sehr gut kann. Und deswegen habe ich mich dann damals entschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das war dann in Karlsruhe nicht möglich, beziehungsweise nur an der Fachhochschule in Karlsruhe, aber mit einem Finance-Fokus. Und den Finance-Fokus wollte ich nicht. Und deswegen bin ich dann in Stuttgart gelandet, mit einem entsprechenden Medienfokus an der Hochschule der Medien. Und das war dann Vollzeitstudium? Das war dann Vollzeitstudium und während meinem Studium habe ich am Forschungszentrum Informatik praktisch einen Werkstudentenjob. Wie lange war das Studium? Es war auf 4 Jahre angelegt oder 3,5 und ich habe 3 Jahre gebraucht. Also du wusstest schon genau, was du wolltest. Ja. Und dadurch ging es auch schneller. Und da habe ich Gas gegeben, ja. Worum ging es in deiner Abschlussarbeit? In meiner Abschlussarbeit ging es um, heutzutage wird man das Cloud Computing nennen. Damals war der Begriff noch gar nicht so weit verbreitet. Damals hatte ich auch die Schwierigkeit, Fachlektüre zu finden zu dem Thema. Es ging um dynamische Infrastrukturen. Das habe ich für das Forschungszentrum Informatik entsprechend aufgebaut in meiner Arbeit. Das heißt, meine Abschlussarbeit war eine Kooperationsarbeit zwischen dem Forschungszentrum Informatik und einem Professor, der mich an der Hochschule der Medien betreut hat. Aber die akademische Laufbahn war es jetzt nicht, die du einschlagen wolltest? Nein, das habe ich dann tatsächlich für mich entdeckt oder beziehungsweise war mir eigentlich relativ schnell klar, wobei klar, im Forschungszentrum gab es auch einige Professoren, die haben mir das auch empfohlen, akademische Laufbahn zu machen, auch dann zu promovieren und
eben Nachwuchs, aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit normal, dass Professoren da auch einen Anspruch haben, irgendwie ihren Nachwuchs aufzubauen. Aber das war mir relativ schnell klar und ich glaube, dass da hat mich dann ganz einfach auch die Zeit bei meinem Onkel als Unternehmer sozusagen geprägt und vor allem auch die Arbeitsweise und die Kultur auch damals bei web.de. Dieses Startup-Feeling. Das wolltest du weitermachen. Das hat mich schon immer begeistert und ich bin auch jemand, der ist schnell zu begeistern. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich jeden Quatsch mitmache, aber zumindest neue Dinge auszuprobieren, in neue Sphären vorzudringen, auch keine Scheuben mittlerweile, auch vielleicht vor Bereichen, wo man erstmal denkt, oh mein Gott, okay, da habe ich ja eigentlich gar keine Ahnung. Und ich, da bin ich, glaube ich, auch so vom Typ her, so bringe ich das mit und auch die Einstellung. Genau, und dann war für mich auch klar, dass ich praktisch nicht den akademischen Weg auch irgendwie einschlagen will. Mhm. Ja. So, dann wusstest du, dein Studium geht jetzt zu Ende und wie hast du deinen Absprung vorbereitet? Oder hat web.de noch gewartet auf dich? Nee, die sind ja mittlerweile dann auch gekauft worden. Von Ralf Dommermuth von 1&1, von der United Internet AG. Da sind ja dann die Marken GMX, web.de. Da gehört jetzt auch Strato dazu. Da gehört auch Strato, da gehören ganz, ganz viele Companies mittlerweile dazu. Nee, das war für mich jetzt nicht ausschlaggebend oder beziehungsweise hat sich damals auch nicht angeboten, dass ich da jetzt dann irgendwie nochmal zurückgehe. In der Zeit war das dann für mich, dass ich zwar noch geguckt habe, welche Möglichkeiten gibt es noch auf dem akademischen Weg, auch beim Forschungszentrum entsprechend. Und dort habe ich dann im Forschungszentrum jemanden kennengelernt, mit dem habe ich dann, der hat eine Firma gegründet. Und da habe ich mich dann praktisch nach dem ersten Gründungsjahr an der Firma, habe ich mich dann auch beteiligt. Und die Firma hatte dann einen Fokus auf Prozess- und Produktinnovation. Und mein damaliger Geschäftspartner, der kam auch aus der Strategieberatung, gut vernetzt in der Forschungslandschaft, weil der hat auch eines der größten europäischen Forschungsprojekte mitgeleitet gehabt am Forschungszentrum Informatik. Und ja, der hat mich auch immer so als sehr umtriebigen Menschen wahrgenommen und der auch oft unterwegs war auf verschiedenen Veranstaltungen und hat mich dann auch irgendwie direkt auch angesprochen gehabt. Na, kannst du dir das nicht vorstellen? Weil der war auf so einem internen Verteiler, wo er auch mitbekommen hatte, dass das Forschungszentrum mir auch ein Angebot gemacht hatte, dass ich da weiter auch arbeiten kann. Und da hat er mich dann einfach direkt angesprochen und hat gemeint, so, falls du was suchst, kannst du dir das vorstellen? Und dann bin ich da praktisch in das neue Abenteuer eingestiegen. Und was habt ihr da gemacht? Irgendwas mit Innovationen, aber ich habe es nicht verstanden bis jetzt. Genau, Prozess- und Produktinnovation war der Fokus mit einem ganz starken IT-Fokus. Beratung. Genau, Beratung. Das heißt, unser Ansatz war, dass wir praktisch nicht einzelne Headcounts verkauft haben an Firmen, also einzelne Personen, mich, sondern wir haben immer versucht, im Team aufzutreten. Und unser Anspruch war aber immer von Anfang an schon, wir wollen eigene Produkte bauen und die eigenen Produkte sollen natürlich cool sein, fliegen und am Ende vom Tag natürlich auch eine Breakthrough-Idee sozusagen haben. Da haben wir verschiedene Dinge gemacht, haben auch einige Businessplan-Wettbewerbe gewonnen, auch ein paar von den bekannteren, auch so einen Gründerpreis haben wir mal gewonnen, da bin ich auch auf der CeBIT dann dafür ausgezeichnet worden. Haben verschiedenste Dinge da ausprobiert und finanziert haben wir uns praktisch halt aber auch tatsächlich durch die Beratung. Und dann haben wir für große Finanzinstitute oder Pharmakonzerne in der Regel alles auf Vorstandsbasis, also auf Vorstandsebene, Projekte gemacht und dann Interim-Projektleitung. Also am Ende vom Tag kommt man ja auch als Berater in der Regel rein, wenn es nicht gut gelaufen ist und muss da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen oder man braucht einen Sündenbock, so wie das oft in der Beraterei ist oder noch oder damals zumindest auch bei mir war. Und da habe ich verschiedenste Projekte gemacht, verschiedenste Projektgrößen.
haben auch im Finanzbereich IT-Strategieberatung für Cloud-Computing und sowas gemacht. Seid ihr bis in die Schlips-Area rein oder in die offene Business-Hemd-Area? Absolute Schlips-Hemd, also ganz zugeknöpft und auch Jackett nicht ausziehen, weil das war tatsächlich mit den Firmen oder in den Firmen, wo ich war, in der Größenordnung. Und wenn man da auf Vorstandsebene arbeitet, ist das keine Option, da ohne Krawatte oder sogar irgendwie leger mit hochgekrempelten Ärmeln, sage ich jetzt mal, im Hemd herumzulaufen. Ja, ich glaube, das hat sich inzwischen geändert. Die sagen jetzt alle Industrie 4.0 und machen den Schlips ab und denken, das war's jetzt. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ja. Mhm. Ja, aber das war zumindest damals nicht der Fall bei mir. Und das lief auch ganz gut. Das lief ganz gut. Wir haben auch eigene Produkte, sage ich mal, bis zu einer gewissen Größenordnung selber auch bauen können. Aber wie gesagt, der eigentliche Umsatz und alles, sage ich jetzt mal, wo wir auch Mitarbeiter dann auch eingestellt haben und klein gewachsen sind als Firma, kam alles über die klassische, sage ich jetzt mal, IT-Strategieberatung und Prozessoptimierungsberatung, gerade in dem Punkt. Ja. Und was ein anderer Schwerpunkt war auch, oder einer unserer USPs, dass wir praktisch auch so großen Konzernen gezeigt haben, dass man mittels IT-Rapid-Prototyping-Mechanismen praktisch in kleinen Skaleneffekt schnell was ausprobieren kann und schnell ein Produkt bauen kann, um dann später natürlich sich nochmal Gedanken zu machen, wie integriert man das jetzt in eine sehr, sehr komplexe IT-Finanzstrategie oder auch Infrastruktur am Ende vom Tag. Ja. Große Firmen tun sich immer schwer mit Innovation. Ich habe so eine Zeit lang mich mit Innovation an sich auseinandergesetzt. Da hatte ich auch einen Titel, wo das Innovation im Namen vorkam. Und dann kam auch bei mir irgendwie die Erkenntnis, die großen Firmen konnte ich das eigentlich nur dazu kaufen. Die inneren Strukturen erlauben das gar nicht, rumzuprobieren. Und die holen sich dann entweder externe Beratung und kaufen das dann auf oder lassen das Produkt dann auf sich wirken. Aber dass das innerhalb des Unternehmens entsteht, das ist selten. Kann ich ein Stück weit bestätigen. Ich denke aber, mittlerweile ist da auch ein Wandel angekommen. Auch der Druck, ganz einfach sage ich jetzt mal, bei den Unternehmen sieht man ja dahingehend, dass zumindest auch die ganzen Großen von Telekom und Autobauern und wie sie nicht alle heißen, jetzt mittlerweile auch alle solche Labs haben intern, wo sie dann praktisch einen geschützten Raum, um das in Anführungsstrichen zu sagen, ermöglichen, wo genau solche Experimente auch stattfinden können. Mhm. Und ich denke, zumindest mein Learning war auch ein Bereich wie Pharma-Bereich, der stringent nach Regeln arbeitet und Vorlagen und sehr, sehr stringenten Compliance und alles, was da dazugehört. Da muss es dann auch so einen internen Innovationsprozess geben. Das heißt auch irgendwie, wenn überhaupt jemand irgendwie annähernd eine Idee hat, muss er das irgendwie da und da einreichen und dann muss da auch ein Patent draus gemacht werden. Und das ist aus meiner Sicht halt meine Erfahrung auch nicht unbedingt jetzt innovationsfördernd an der Stelle. Wohl gleich wissend, dass natürlich solche großen Tanker oder Firmen und Companies, die jetzt im Pharmabereich beispielsweise sind, strengen Auflagen unterliegen. Und wenn die sagen, wir bauen ein neues Produkt, dann haben die halt einen Produktentstehungszyklus von 10 oder 15 Jahren, bis halt ein neues Medikament auf den Markt kommt. Ja. Gut für uns, dass halt nicht irgendwas auf den Markt kommt. Das stimmt, ja. In dem Bereich schon. Ich habe ein paar Reportagen über Philips gesehen. Die hatten interne Innovationen und die haben auch großartige Produkte entwickelt, aber haben finanziell dann nicht so profitiert, weil andere Unternehmen dann das Geld damit gemacht haben, beziehungsweise bei ihnen kam dann irgendwann ein Vorstandswechsel und die sagten, wir können hier nicht so viel in Innovation stecken, wir müssen Geld verdienen und dann starb Philips. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, ob es die Marke noch gibt. Philips, aber jedenfalls so, was sie damals gemacht haben, das gibt es nicht mehr. Ja. Also Innovation im Unternehmen, spielt das heute noch eine Rolle hier bei Wikimedia Deutschland? Auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, auf welcher Ebene? Ich denke, aus meiner Erfahrung ist das natürlich hier auch ein anderer Kontext. Also wie gesagt, ich kam mit Erfahrung aus der Industrie
Und was ich nicht hatte, und das fand ich übrigens deswegen damals auch so reizvoll, wo ich dann die Wikidata-Ausschreibung auch gesehen hatte, war eigentlich Wikimedia. Mhm. Wikimedia als Bewegung sozusagen oder Movement. Und aber natürlich auch dieser gemeinnützige Aspekt. Mhm. Das hat mich damals schon sehr fasziniert und also es war auch was Neues, was ich nicht gekannt habe, obwohl ich so viele Firmen auch gesehen habe und dort als Berater war und als Projektleiter und so weiter. Und ich muss sagen, Innovation ist natürlich in einem Kontext, wo du nicht umsatzgetrieben bist, revenue-driven, bedeutet natürlich auch nochmal was anderes. Das heißt, du hast Spendengelder und weißt ja auch nicht, ob du jedes Jahr diese Spendengelder bekommst. Von dem her ist es jetzt nicht so wie beispielsweise in einem DAX-Konzern, dass man sagt, man hat x Millionen als Innovationsbudget zur Verfügung, sondern man muss aus meiner Sicht eben sicherstellen, dass die Arbeitskultur und die Arbeitsumgebung das auf dem Weg dahin ermöglicht. Gleiches Prinzip im Sinne von der Planung beispielsweise. Mhm. Da findet es schon statt. Und ein Beispiel aus meiner Sicht für Innovation ist aus meiner Sicht ganz klar Wikidata. Also das war was ganz Neues. Eine Projektidee, die nur in einem, sag ich jetzt mal, in einem Proposal existiert hatte. Dann muss man halt auch den Mut dazu haben, obwohl das Mutterchapter erstmal sagt so, nee, machen wir nicht. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Good luck, findet Geld und vom Grundsatz würden wir das unterstützen. Und ja, natürlich, Innovation ist immer möglich. Es kommt immer auch darauf an, auf welcher Flugebene. Mhm. Ist natürlich, sage ich jetzt mal, in einem anderen Kontext zu sehen, so wie ich das jetzt auch viele Jahre woanders gesehen habe. Ja, wir haben jetzt aber übersprungen, irgendwie, du warst da in einer Firma, warst erfolgreich, glücklich, wie gesagt, gewachsen, aber dann ist irgendwas passiert. Ja gut, was ist dann passiert? Das habe ich ja auch einige Jahre dann irgendwie gemacht gehabt und es war dann auch tatsächlich so, dass wir selber natürlich als junge Firma entsprechende Abhängigkeiten von Großaufträgen hatten und dann ist einer der Worst Cases dann auch eingetreten, dass ein zugesagter Großauftrag nicht gekommen ist, weil die Tinte war noch nicht trocken. Weil es bei einem Kunden, für den wir zuständig waren, und wir waren direkt beim Vorstand aufgehangen, bei dem damaligen Vorstand, der ist nämlich dann gegangen oder gegangen worden, das kann man sehen, wie man will. Und dann greifen halt Mechanismen, die in der Branche halt normal sind, dass natürlich erstmal die Berater, die einem gewissen Vorstand auch zugeordnet sind, da werden natürlich erstmal auch die Aufträge gekappt. Das ist dann mit uns damals auch passiert. Und dann haben wir natürlich neue Projekte gesucht. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Wikidata-Projekt aufmerksam geworden. Du hast eine Ausschreibung gesehen. Ich habe eine Ausschreibung gesehen. Und die Ausschreibung, ja, die habe ich gesehen. Und dann habe ich mich da entsprechend auch beworben. Du warst in Karlsruhe zu der Zeit, Stuttgart. Genau, Karlsruhe. Wir hatten unseren... Karlsruhe, wir hatten Büro in Karlsruhe und im Schwarzwald. Genau, aber ich war in Karlsruhe, ja. Ja, und dann bist du hergefahren nach Berlin? Ja, das war so, das muss man ja so sagen, dass ich ja die Ausschreibung gesehen hatte und die Ausschreibung hatte ja, und das konnte ich ja am Benutzernamen sehen, in einem Wiki, Danny verfasst und Danny habe ich Danny. Von Danny Franzic. Den müssen wir auch gleich nochmal erklären. Den da habe ich gesehen, dass der die Ausschreibung praktisch da in das Wiki gestellt hatte. Dann habe ich erstmal ihn kontaktiert, weil ihn habe ich aus dem universitären Kontext gekannt. Forschungszentrum Informatik ist an der Karlsruher Universität angesiedelt. Und eine der Themen, die da auch immer ganz groß waren oder noch immer groß sind, ist natürlich Semantic Web. Also auf jeden Fall habe ich Danny gekannt aus dem universitären Kontext und habe ihn dann auch direkt angeschrieben, habe gemeint, was es denn mit dieser Ausschreibung auf sich hat. Ja, und dann hat er gemeint, dass wir jetzt ein neues Projekt vorhaben, hat mir ein paar mehr Informationen gegeben, die jetzt direkt da auf der Webseite abrufbar waren und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da Interesse, ich bewerbe mich da mal und
ja. So ist es dann passiert. So ist es dann passiert. Dann habe ich mich beworben, habe dann damals die Einladung vom Pavel Richter bekommen zum Bewerbungsgespräch. Damaliger Geschäftsführender Vorstand. Damaliger Geschäftsführender Vorstand. Genau, und dann habe ich das Telefoninterview mit ihm gehabt. Da war dann auch Danny Vrančić dabei. Im Telefoninterview habe ich dann auch gesagt gehabt, das war 2011, im November, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, vielleicht Oktober, November, sowas, dass ich dann gesagt habe, ich bin für knapp 2,5 Wochen, 3 Wochen nicht erreichbar, weil ich nämlich damals vorhatte, mit meinem Vater in Iran zu fahren, was ich auch gemacht habe. Hm. Das habe ich auch nochmal 2-mal betont. Und dann bin ich auch in Iran gefahren im Dezember und als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann irgendwie 5 E-Mails und Anrufe und ich bin am Samstag zurückgekommen und ja, ich sollte doch am Montag nach Berlin kommen zum Vorstellungsgespräch. war auch damals Julia Kloppenburg, die nicht mehr bei uns ist, bei Wikimedia Deutschland. Das war mein Erstkontakt dann. Und sie hatte gemeint, ja, ich habe dich nicht erreicht und wäre ganz wichtig, komm doch bitte nach Berlin. Und dann habe ich nur geschrieben, also ich komme gerne, aber morgens um 10 kann ich nicht da sein. Ich werde mit dem ersten Zug fahren und komme dann irgendwann nachmittags 12, 13 Uhr ins Büro. Das habe ich dann noch gemacht. Und dann war persönliches Vorstellungsgespräch, nochmal ein Telefonat und ja, dann hat's irgendwie, habe ich anscheinend Pavel überzeugt und habe dann den Job bekommen bei Wikimedia. Hast du die Brücken in Karlsruhe gleich abgebrochen und bist gleich nach Berlin gezogen? Nein. Als Karlsruhe ist man sehr heimatverbunden. Auch aus privaten Gründen war das für mich nie eine Option. Das heißt, ich habe immer praktisch Erstwohnsitz in Karlsruhe gelassen und Zweitwohnsitz hier in Berlin. Und dann bin ich auch wieder zuerst in schöne Charlottenburg gezogen. Genau. Und dann bist du an einem Montag früh um 9 hier aufgetaucht. Zum Arbeitsantritt. Ach so, ich glaube, es war gar nicht 9 Uhr. Es war noch in der Eisenacher Straße. Ich glaube, um 10 oder so, was sind wir da mal eingetrudelt. Eisenacher Straße war dann auch ein sehr interessantes Erlebnis, weil ich habe dann praktisch die erste Aufgabe war natürlich dann für mich und für den Danny. Danny hat die Projektleitung übernommen. Ich habe das Projektmanagement übernommen. Die Aufgabenteilung war, ich habe mich um die Finanzen gekümmert, Zusammenstellung vom Team und Danny praktisch Netzwerken und Produktvision ausbauen. Und ich habe mich stark um die Prozesse und all die Dinge, die drumherum geschehen müssen, und das Operative, Administrative gekümmert. Und dann eine der ersten Aufgaben war natürlich, ein Team zusammenzustellen, was wir dann auch gemacht haben die ersten 3 Monate. Und das Team hat ja dann auch im April sozusagen 2012 auch angefangen. Noch in Eisenacher. Nicht in der Eisenacher, sondern das war dann damals in der Obentrautstraße. War nicht in der Eisenacher, sondern in der Obentraut, aber das wusstet ihr schon, dass da hingezogen wird und dass ausreichend Platz dann auch ist. Interessante Frage. Wir sind damals ursprünglich davon ausgegangen, da war noch die Idee des Haus des freien Wissens, was ja, glaube ich, auch sehr länger, auch sage ich jetzt mal, im Vereinskontext und Umfeld diskutiert wurde. Und wir sind angetreten mit, auch das haben wir auch in den Bewerbungsgesprächen auch damals dem initialen Projektteam von Wikidata gesagt, AD Hauptstadtstudio dort so in der Nähe wird das Büro sein. Ein ganzes Haus, ja. Wird in der Nähe und natürlich haben sich das Projektteam sich danach ausgerichtet und auch entsprechend, sage ich jetzt mal, im Umkreis dort die Wohnung teilweise gesucht. Wow. Und dann haben wir tatsächlich dann die Information bekommen, das wird dann nichts. Dann wurde die Obentrautstraße angemietet und wir waren in Kreuzberg. In Kreuzberg, genau, in der Nähe zwischen Gleisdreieck und Möckernbrücke. Naturkundemuseum. Genau. Nee, nicht Naturkundemuseum. Museum für Technik. Genau, Museum für Technik. Naturkundemuseum ist woanders. Ja.
Ja, und jetzt sind wir ja immer noch in der Nähe von der Obentrautstraße. Wikimedia Deutschland ist ja irgendwann umgezogen, auch wieder vergrößert. Mhm. Jetzt musst du aber mal was zu Danny erzählen. Der hat ja, Wikidata ist ja auf seinem Mist gewachsen, wenn ich das so richtig weiß. Würde ich gar nicht mal so sagen. Also es gab, Danny war ja schon immer sehr aktiv in der Wikipedia. Und bei Semantic Media Wiki. Und bei Semantic Media Wiki. Also Danny kommt ganz stark aus der Wikipedia-Community, hat ja auch die kroatische Wikipedia mit gegründet sozusagen und hat dort seine Wurzeln. Und die Idee von Wikidata wurde schon sehr, sehr früh im Kontext auch von Semantic Web und Semantic Media Wiki, was übrigens eine Erweiterung von der Kernsoftware Media Wiki auch ist, sehr früh diskutiert. Mhm. Und so grundsätzlich, Danny ist ja ein Forscher, kommt aus dem Forschungskontext, ist jetzt noch immer Forscher, mittlerweile bei Google, hat die Idee praktisch auch entsprechend diskutiert, auf verschiedensten Events oder Forscher-Events und hat dann im Endeffekt eine erste, sage ich jetzt mal, ein Write-up gemacht, auch von der Initialidee, weil die Idee grundsätzlich auch auf der Wikimania, auch mit der Foundation besprochen wurde, damals noch mit Eric Möller, der praktisch stellvertretender Executive Director war bei der Foundation. Den hatte ich auch schon im Podcast. Sehr gut, dann kennen ja deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann hat praktisch Danny das Initial mal runtergeschrieben, was am Ende vom Tag auch schon immer auf Wikimanias diskutiert wurde und so High-Level-Ideen hat es mal konkretisiert und hat es sozusagen in so eine Form gebracht, vor allem als Projektvorschlag, Projektproposal, dass man damit auch mit potenziellen Geldgebern sprechen konnte. Und dazu gehört dann ganz einfach, dass man Phasen aufschreibt und auch sagt, okay, was da drin passiert. Und das würde ich jetzt sagen, das ist, wenn du so willst, auf Dennis Mist gewachsen. Aber die initiale Idee, die geisterte schon lange durch das Wikimedia-Universum. Also es war klar, dass mit Semantic Media Wiki, was eine tolle Erweiterung ist, bestimmte Sachen halt nicht mehr gehen, die man sich vorgestellt hat. Genau. Vor allem Semantic Media Wiki hat ja auch einen anderen Fokus und einen anderen Kontext. Und was macht Wikidata? Erklär doch mal auf einer High-Level-Ebene, was Wikidata ist und macht. Also Wikidata ist die freie strukturierte Wissensdatenbank, die einzige freie strukturierte Wissensdatenbank der Welt. Und die Vision ist, dass eben die Daten und das Wissen, das was da vorliegt, strukturiert verfügbar ist. Strukturiert bedeutet, dass nicht nur der Mensch das lesen und editieren kann, generell erstmal, also bearbeiten, sondern eben vor allem auch Maschinen. Das bedeutet, Stichwort Metadaten, beispielsweise wenn es um Podcasts auch geht, Mediendaten sind dann relevant, damit sie auch ein Computer oder eine Maschine verstehen kann, damit es auch in einem Kontext gesetzt werden kann. Und angetreten natürlich mit der Vision und deswegen ist auch die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis noch immer so, wie es jetzt auch ist. Und das war auch unser Bestreben mit dem Wikidata-Projekt, dass der erste Anwendungsfall die Wikipedia und die Wikipedia-Communities und Wikimedia-Communities sind. Weil ansonsten hätte man sicherlich, sage ich jetzt mal, diese Vision auch von dem Benutzererlebnis auch in eine ganz andere Richtung denken können. Eine der ersten Dinge war ja, dass wir praktisch die Inter-Wiki-Links auch zentralisiert haben. Das muss man sich vorstellen, dass das vor der Einführung von Wikidata oder der Entwicklung von Wikidata tatsächlich in den vielen, vielen hunderten Sprachversionen dezentral auch organisiert war. Und mittlerweile läuft das auch zentral. Also Inter-Wiki-Links, das waren quasi die Verknüpfung von einem Artikel in der
deutschen Wikipedia, zum Beispiel Artikel Berlin, war dann verknüpft eben mit dem Artikel Berlin in der russischen, mit dem Artikel Berlin in der englischen Wikipedia. Das sind die Interwiki-Links. Genau. Und die mussten von Hand in jede dieser Seiten eingepflegt werden. Also in die russische Berlin-Seite, in die deutsche und in die englische mussten jeweils die anderen Sprachen alle von Hand nachgepflegt werden. Das wurde dann von Bots erledigt. Aber auch da ist ja immer die Gefahr, wenn die Syntax sich ändert, wenn da bloß ein Komma zu viel ist oder so, dann stolpert der Bot drüber und kommt nicht weiter. Aber dafür hat man ja auch bei den Bots den Menschen. Mhm. Und deswegen ist auch die Grund- und also auch die Vision auch schon von Anfang an und Wikidata, deswegen habe ich das ja auch auf dem High Level jetzt auch gesagt. Es geht ja nicht nur um Maschinen und Bots und Algorithmen, sondern eben auch um den Menschen. Und das ist ja der entscheidende Faktor. Die Wikidata-Community, die dafür Sorge trägt und eben auch Bot-Autoren, die dann eben auch Sorge dafür tragen, dass sie sehen, ach, der Bot funktioniert da jetzt nicht mehr. Und deswegen werden ja auch entsprechende Veränderungen am Code, die sowas zum Beispiel auslösen, auch immer ganz, ganz frühzeitig angekündigt. Mhm. Damit dann auch entsprechend die freien Entwickler oder auch Community-Entwickler darauf entsprechend reagieren können, damit sie Bots entsprechend nochmal anpassen. Also natürlich ist Wikidata ist also ein eigenständiges Produkt eigentlich, eine eigenständige Sache, würde auch ohne Wikipedia funktionieren. Und die Wikipedia würde auch ohne Wikidata funktionieren, aber die befruchten sich gegenseitig. Sehe ich denn heute in der deutschen Wikipedia schon Auswirkungen von Wikidata? Noch nicht so stark, wie wir, also wie gesagt, in der Wikilinks auf jeden Fall so stark, wie wir das initial mal auch, wo wir das Projekt gestartet haben, gedacht haben. Mhm. Das, weil einfach soziale Prozesse und gewisse andere Dinge Zeit brauchen, mehr Zeit, als die man vielleicht in einem Projektproposal mal veranschlagt. Also ein Beispiel ist ja, und das ist ja auch immer wieder einer der Punkte, die aufkommt, warum werden praktisch die Infoboxen noch nicht alle in der deutschen Wikipedia von Wikidata bedient. Ja, ich erkläre mal kurz, die Infoboxen sind, wenn man im Artikel den aufmacht, rechts oben ist immer eine kleine Tabelle mit wesentlichen Daten, zum Beispiel bei Berlin oder bei einer Person oder bei einem Musiktitel. Genau, und das sind strukturierte Daten. Da gibt es immer einen Namen, nämlich Gründungsjahr und einen Wert, ja, 1273 oder irgendwas, ich weiß nicht, was bei Berlin jetzt ist. Genau. Und das könnte ja eigentlich aus einer Datenbank dann kommen. Genau, tut es aber könnte, nicht, weil das, soziale Prozesse. Naja, es ist in Wikidata sind die Informationen schon da. Allerdings, der Ansatz ist ja, deswegen ist ja auch die Roadmap und all die Dinge ist ja auch immer ganz stark alles mit der Community auch abgestimmt. Und die Verwendung, unser Ansatz war auch immer so, und das ist noch immer auch in der Softwareentwicklung, dass wir versuchen, technisch die Basis so zu bauen, dass alles, fast alles theoretisch möglich ist, in eine gewisse Richtung. Aber der Einsatz, wie jetzt praktisch auch die Wikidata-Community entscheidet, was für Properties oder andere Dinge, das muss die Community mit ihren Entscheidungsprozessen, die es dann auch gibt in der Community, auch selbst festlegen. Das ist auch ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht und sollte halt auch nicht von einem, auch wenn das, sage ich jetzt mal, möglich wäre, von einer einzelnen Person irgendwie auch gesteuert werden. Ja, das ist ja genau der Unterschied von einem zentralisierten proprietären System hin zu einem dezentralisierten offenen System auch. Ja. Bei Wikidata gibt es Community Manager, die sich genau um das kümmern und die sich auch nicht nur um die Wikipedia-Community, sondern auch um andere Communities kümmern. Ja, das war auch ein, sage ich mal, ein sehr erfolgreicher Schritt damals auch von uns, dass wir auch wirklich eine dedizierte Person nur für die Community auch da geschaffen haben. Das ist übrigens auch das Modell, wie wir es jetzt mittlerweile in Berlin auch in der Softwareentwicklung haben, mit den Community Communication Managern, was der englische Begriff ist, dass es eben irrsinnig wichtig ist, die Stimme der Community immer zurück ins Produktmanagement, in die Entwicklerteams reinzutragen, aber genauso auch sicherzustellen, dass die Kommunikation wieder auch zurück in die Community passiert. Und ich glaube, das ist, wenn ich mir das erlauben darf, jetzt nach 5,5 Jahren Einblick auch, das ist zumindest auch das, was die Foundation, sage ich jetzt auch noch, vor 5 Jahren nicht unbedingt optimal gemacht hat. Sondern sie haben es schlecht gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben es schlecht gemacht. Im
im Elfenbeinturm zu sitzen und zu denken, ich weiß ganz genau, was mein Benutzer will, oder dann eben da auch Setzungen zu machen, ist aus meiner Sicht auch nicht der richtige Ansatz. Deswegen haben wir das auch schon immer sehr, sehr, sehr stark mit der Community entwickelt. Technische Wünsche auch, ist ja auch eine der Dinge, wo wir maßgeblich praktisch jetzt was geschaffen haben. Vielleicht kurz, was technische Wünsche sind? Technische Wünsche ist neben Wikidata praktisch unser eines der Haupttätigkeitsbereiche, die wir haben in der Softwareentwicklung. Da geht es darum, Bedarfe aus der Community zu adressieren, und wir unterscheiden eben auch die Community in, das sind Editoren, das sind Administratoren, das sind Leser, dass wir da eben auch sicherstellen, dass die Software, die wir entwickeln und vor allem auch die Erweiterungen, die wir machen an MediaWiki, dass die sich an den echten Bedarfen auch ausrichten. Hm. Und technische Wünsche hat halt das Konzept, dass es darum geht, nicht nur über reine Nutzerforschung das herauszufinden, sondern das gemeinsam partizipativ mit unserer deutschsprachigen Community entsprechend das auch zu priorisieren und am Ende vom Tag auch gemeinsam partizipativ dann einen Plan zu bekommen, an den Dingen zu arbeiten, die auch im Moment, wo der größte Hebel ist oder wo der Schuh am meisten drückt oder wo man ganz einfach sagt, naja, da fehlt wirklich noch was im Benutzererlebnis beispielsweise oder auch in der UI. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept, was wir auch 2014 praktisch das erste Mal auch aus Wikidata herausentwickelt haben und jetzt auch sukzessive fortschreiben. Mhm. Wenn man sich deinen Lebenslauf so anhört, erkenne ich ein Muster von 4- bis 5-jährigen Zyklen. Und der nächste Zyklus war jetzt offensichtlich Geschäftsführer Vorstand zu werden. Wie kam das zu dir? Also du wurdest von Christian Rickerts zum quasi Stellvertretenden, zum Stellvertreter ernannt. Oder hatte ich genannt, man muss auch jemanden benennen, mhm. Und ist auf dich gekommen. Und dann musstest du da auch schon tätig werden, als du als Stellvertreter warst, wenn er im Urlaub war oder so? Genau, also wenn er länger im Urlaub war beispielsweise, klassischer Fall, genau. Du hast quasi da schon reingeschnuppert in das Geschäftsführerdasein. Du hast ja auch mit dem Betriebsrat hier zu tun gehabt. Mhm. Sehe ich das richtig? Du hast die mitgegründet oder? Mhm. Erzähl mal. Wie wir den gegründet haben oder? Ja, was, also Betriebsrat sollte bekannt sein, aber hier wurde genau. Bei Wikimedia Deutschland wurde ein Betriebsrat gegründet. Genau. Du hast ihn mitgegründet und warst auch Vorsitzender, glaube ich. Ne? Genau, ja. Also ich bin praktisch gewählt worden vom Kollegium in den Betriebsrat und war dann auch Betriebsratsvorsitzender. Genau. Und du hast dich ja selber zur Wahl gestellt. Ich habe mich selber zur Wahl gestellt nach Aufforderung aus dem Kollegium. Ja. Ach so, okay. Also ich bin mehrfach angesprochen worden und willst du da nicht kandidieren? Und ich gedacht, ja, noch was weiteres auf, ist ja auch immer wieder so ein Trade-off, aber mir war das schon immer ein sehr, sehr großes Anliegen. Deswegen bin ich übrigens auch nach dem ersten Wikidata-Jahr, das war übrigens die Vereinbarung, die ich auch hatte, ein Jahr lang Wikidata und dann übergeben wir das Projekt auch. Das war mal so der initiale Plan. An wen sollte das übergeben werden? Das sollte eigentlich an die Foundation übergeben werden, aber da gab es eine schriftliche Vereinbarung und die Foundation hatte sich damals nicht imstande gefühlt, erstens finanziell und zweitens vom Know-how das Projekt zu übernehmen. Mhm. Und und dann hatte mich der damalige geschäftsführende Vorstand auch gebeten, ihm ein Konzept, einen Plan zu präsentieren, was man jetzt macht mit Wikidata, wie es weitergeht, wie es weiterzuführen ist. Und auch ohne Danny, der wollte, glaube ich, weg, ne? Der ist weg, genau, der hat ein Angebot aus San Francisco angenommen. Von Google. Von Google, ja. Wo auch was sehr Cooles, irgendwas mit Semantik macht. Ja, da ist er noch Forscher und ist im, genau, Ontologe. Ich sehe manchmal seine euphorischen Beiträge auf Facebook. Ja.
Er ist ja noch immer sehr, also nicht mehr so aktiv, aber er ist ja noch trotzdem Teil der Wikimedia-Community. War oder ist im Vorstand der Foundation, ne? War. Genau. Ja. Ah ja, und dann also quasi, gut, dann warst du der Chef von Wikidata bei Wikimedia Deutschland. Warst quasi auch Personalvorgesetzter von der Entwicklungsabteilung mit 30 Leuten. Ist die Zahl etwa richtig? Die ist etwa richtig. Und mittlerweile sind es 30 Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig noch Betriebsratsvorsitzende, ist ein bisschen, überschneidet sich das nicht? Damals waren es noch nicht 30 Leute. Aber ja, natürlich, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Aber das war was ich mir in meinem Leben schon immer zugetraut habe. Und in dem Fall habe ich es mir auch zugetraut, mehrere Hüte oft zu haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu signalisieren, in welcher Rolle man gerade auch fungiert. Und und ich habe mir dann aber auch substanziell Gedanken gemacht, kann ich überhaupt gleichzeitig Bereichsleiter sein und dann auch im Betriebsrat sein, wie in der Organisation ja das geht, weil wir nicht praktisch Leiter, ich war kein leitender Angestellter zu dem Zeitpunkt. Da war das auch jetzt kein Problem. Rechtlich war es erstmal kein Problem. Rein rechtlich war es kein Problem, aber für mich war es, ich bin dann tatsächlich, und das habe ich auch gemerkt, an der einen oder anderen Stelle, sage ich jetzt mal ganz einfach, an die Grenzen gestoßen von, dass man die Hüte wirklich nicht mehr hundertprozentig trennen kann. Und ich habe das auch dann teilweise auch selber gespürt, wenn ich auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe. Manchmal haben sie mich dann nicht mehr nur als Kollege angesprochen, sondern immer direkt als Betriebsrat beispielsweise. Und dabei ist mir das auch so unheimlich wichtig, auch einfach nicht mit einem offiziellen Hut sprechen zu können, weil ich glaube, das muss auch immer möglich sein. Und da habe ich halt so einige Dinge auch wahrgenommen, die habe ich dann auch beobachtet. Habe damals meinen Kollegen und Kolleginnen im Betriebsrat halt auch gesagt, ich treffe die Entscheidung, dass ich praktisch den Betriebsrat verlasse, weil ich mich da ganz einfach auch noch stärker auf die Softwareentwicklung und auf den Bereich und auf die Organisation konzentrieren will und ich ganz einfach hier meine Rolle stärker ausüben will. Also es ist ja natürlich am Ende vom Tag schon ein Conflict of Interest, wenn man Bereichsleiter ist, Personalverantwortung hat und, sage ich jetzt mal, ein Konflikt auch ist mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und gleichzeitig ist man der Vorsitzende vom Betriebsrat. Das war dann irgendwann mal ab einer gewissen Größe mit auch Ausblick, dass die Softwareentwicklung immer leicht pro Jahr gewachsen ist. Ganz einfach auch meine Entscheidung dann zu sagen, okay, den Hut gebe ich da ab an der Stelle. Ist aber sicher interessant, jetzt als geschäftsführender Vorstand selber mal Betriebsratsvorsitzender gewesen zu sein. Ist das gut für deine Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat? Es gibt ihn noch, den Betriebsrat, und es ist mit Sicherheit nicht schädlich, ja. um es mal auch ganz klar zu sagen. Ja. Die Innenperspektive ist immens wertvoll. Ich bin ja selber auch Betriebsrat und sehe Betriebsrat nicht als die Stelle, wo man dann nicht entlassen werden kann, laut Gesetz, sondern wo man aus der Mitarbeiterschaft heraus halt mit der Führungsriege zusammenarbeitet, den Hinweise gibt oder sie unterstützt und Kommunikation herstellt. So, das ist so meine Sicht auf Betriebsrat. Ich weiß, die ist ein bisschen exotisch, aber das ist vermutlich dann auch deine Sicht. Klang jetzt so für mich heraus. Oder was ist die Aufgabe eines Betriebsrats? Na, die Aufgabe des Betriebsrats ist schon aus meiner Sicht auf der einen Seite individuell ansprechbar zu sein für Kolleginnen und Kollegen, insofern das nötig ist. Aber dass sie eine Vertrauensperson haben, mit der sie reden können, wo sie auch wissen, dass das nicht weitergetragen wird. Beispielsweise, aber in erster Linie natürlich ganz klar, dass der Betriebsrat auch im Sinne des Gesamtkollegiums Interessen auch vertritt. Und das gehört auch, aus meiner Sicht gehört es irgendwie auch mit dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man gewisse Dinge auch formell regelt, beispielsweise in Betriebsvereinbarungen. Die erste habe ich damals noch mit ausgehandelt ich denke, dass es in das Gremium als solches ist schon sehr wichtig, um praktisch auch Interessensvertretung
für das gesamte. Aber wenn man sich doch mag und eigentlich wie eine große Familie ist und die sind auch etwa alle im gleichen Alter und die sind auch sehr befreundet und es ist sehr kuschelig und überall sind Katzenbilder. Wieso braucht man dann einen Betriebsrat? Auf den ersten Blick, auf den ersten Blick könnte man sagen, da bräuchte man keinen Betriebsrat, aber ich finde, man kann nie wissen, was in der Zukunft ist. Und ich habe jetzt auch bei Wikimedia Deutschland Höhen und Tiefen miterlebt für die Organisation. Das heißt, dass eben auch sich ein Aufsichtsgremium mit dem Geschäftsführervorstand überwirft. Ein Betriebsrat gehört halt aus meiner Sicht auch damit dazu, um auch gewisse Stabilität auch in der Organisation aufrechterzuerhalten. Auch in, sage ich jetzt mal, schwierigeren Zeiten, wie wir es ja auch einmal hatten bei Wikimedia Deutschland. Das weißt du ja selbst. Das ist natürlich mittlerweile nicht mehr vergleichbar mit der Vergangenheit, aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Betriebsrat irgendwie da an der Stelle obsolet wäre oder auch nicht. Mhm. Ja. Und ich finde, ganz einfach auch auf der formellen Ebene, die Zustimmungsvorbehalte, die auch beispielsweise ein Betriebsrat hat bei Einstellungen oder bei anderen Dingen, das ist, finde ich, einfach auch nochmal sehr gut, auch als Instanz, dass da einfach auch nochmal ein Check and Balance auch existiert. Und bei uns ist es in der Organisation auf jeden Fall auch so, das ist meine persönliche Meinung, nicht weil ich auch selber in dem Gremium war, ist das jetzt nicht so, wie man das ja vielleicht von großen Organisationen auch sagt, oh um Gottes Willen, der Betriebsrat verlangsamt alles und das ist ganz schlecht für uns. Das ist bei uns aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Mhm. Klar, natürlich gibt es jetzt formelle Prozesse, die dann die es eigentlich erleichtern sollen, die jetzt gefühlt dann vielleicht eine Woche oder dann zwei Wochen auch dauern, aber das ist auch in Ordnung, weil wenn man das auch weiß, dann kann man es auch entsprechend einplanen. Mhm. Gut, also jetzt geschäftsführender Vorstand. Interimistisch, weil Christian Rickerts ein Angebot gekriegt hat, was er nicht ausschlagen konnte. Interimistisch deswegen, weil das Präsidium mich nicht direkt zum permanenten Vorstand bestellt hat. Also das war dann nach der Mitgliederversammlung, nach der 19. Das war ja dann im Dezember. 2016, Anfang Dezember, direkt, glaube ich, an den ersten Tagen, hat dann Christian mit mir gesprochen und hat gemeint, Achtung, da kommt was. Er hat es ja auch selber nur kurzfristig erfahren. Genau, weil er ist mittlerweile Christian Rickerts, Staatssekretär in Berlin und auf so einen Job bewirbt man sich nicht, sondern da wird man auch gerufen. Mhm. Und das ist anscheinend auch sehr kurzfristig geschehen und das hat er dann mir mitgeteilt. Ich habe dann eben signalisiert, mach dir keine Sorgen, ich bin da und bin auch der Stellvertreter, geh deinen Weg, mach die Entscheidung oder wie auch immer fällt die, wie du es ja auch willst. Ich unterstütze dich auf jedem Weg und die Organisation kann sich hundertprozentig auf mich verlassen. Ja, und dann hat er natürlich auch irgendwie mit dem Präsidium gesprochen und das Präsidium hat dann mit mir gesprochen. Ich habe dann auch signalisiert, also ich bin da, wenn ihr mich braucht. Und dann hat halt das Präsidium auch eine Entscheidung treffen müssen, wie sie mit der Situation umgehen. Aber dann müsstest du eigentlich ein Präsidiumsmitglied fragen, weil da war ich dann natürlich nicht involviert. Ja, werde ich machen. Und dann... Demnächst. Ging das alles auch relativ schnell mit der Bestellung für mich als geschäftsführenden Vorstand und ausgerufen eben bis zur nächsten Präsidiumssitzung, die dann Ende Januar 2017 war, hat man halt gesagt, dass ich das interimistisch bin, geschäftsführender Vorstand. Genau. Wie bist du da jetzt rangegangen? Hast du gedacht, du hältst den Laden am Laufen, bis dann der Richtige wiederkommt und kannst wieder zu deinem Wikidata zurück? Oder bist du gleich da voll eingestiegen? Naja, also die Softwareentwicklung ist ja nicht nur Wikidata und es gibt ja auch Dieter Pinscher. Ach, du warst ja Leiter der Softwareentwicklung. Genau, Leiter der Softwareentwicklung. Ah, ja. Genau, weil wir haben ja entsprechend Dieter Pinscher, die ja auch für das Produkt verantwortlich ist, für Wikidata und viele gute. Das ist also auch technische Wünsche und was noch? Technische Wünsche und was wir auch noch machen, ist die gesamte technische Entwicklung rund um unsere Spendenapplikation. Mhm.
im Fundraising. Das sind so die drei großen. Ist eine eigene Lösung? Das ist eine komplett eigene Lösung, alles Open Source. Das haben wir auch umgestellt. Wird die auch von anderen Organisationen verwendet? Teilweise von der Foundation werden einige Komponenten oder Tests beispielsweise auch für die Banner oder sowas verwendet, aber wir haben das jetzt zwar unter, wir haben alles auch umstellen müssen, es war ein längerer Prozess, weil historisch gewachsen, deswegen haben wir die Codebase aufgeräumt. Da kann ich übrigens auch den Blogpost von Jeroen de Dau sehr empfehlen. Einer unserer Entwickler, der hat das Ganze sehr schön in seinem Blogpost allerdings auf Englisch dokumentiert. Genau, es sind die drei großen Säulen. Wikidata ist sicherlich das größte Produkt und Projekt, was wir haben. Technische Wünsche und dann eben die Fundraising-Entwicklung. Okay, also du warst leider Software-Entwicklung so und dann musstest du Vollzeit Geschäftsführer im Vorstand werden, weil Christian zum rot-rot-grünen Senat gegangen ist oder von ihm berufen wurde als Staatssekretär für Digitales. Ja, und dann bist du an einem Montag hier um 10 eingetrudelt und warst der Chef. Das war tatsächlich montags nicht 10 Uhr, deswegen habe ich kurz überlegt, es war nämlich schon um 8 Uhr da. Aber um 10 Uhr haben wir es dann dem Kollegium mitgeteilt, ja. Also Tim Moritz Hector hat es natürlich gemacht als Präsidiumsvorsitzender. Und das war keine Überraschung fürs Kollegium, nehme ich mal an. Ach doch, dass Christian weggeht, wussten die noch nicht? Wussten sie so noch nicht, ja. Genau, also es war über das Wochenende, wahrscheinlich ist es ja eh schon aufgeschlagen gewesen, teilweise in der lokalen Presse. Und man konnte sich's denken und natürlich, wenn dann der Tim da steht, der Abraham und der Christian, dann muss ja irgendwas passieren. Es hätte auch das Szenario geben können, dass der Präsidiumsvorsitzende sagt, er übernimmt jetzt die Geschäfte. Geht ja laut Satzung. Dann wäre die Frage gewesen, warum ich da jetzt vorne stehe eigentlich, was jetzt meine Rolle ist, ja. Gut, also du wurdest verkündet und dann hast du dich rangemacht. Hast die Softwareleitung abgegeben? Nee, die hast du noch mitgemacht, ne? Interimistisch praktisch mitgemacht, aber dadurch, dass wir auch strukturelle Prozesse in der Softwareentwicklungsabteilung angestoßen hatten in 2016, das heißt, dass wir da auch Personalverantwortung über mehrere Schultern verteilt haben mit Teammanagern, zum Beispiel im Community Communications Bereich und auch bei den Softwareentwicklern, sogenannte Engineering Manager Positionen geschaffen haben, die Personalverantwortung da übernehmen, war das aus meiner Sicht machbar und glücklicherweise Mitarbeitergespräche hatten alle schon stattgefunden. Das ist ja auch eine der Dinge, die sehr wichtig sind in der Personalführung. Genau. Was macht ein geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland? Der macht ziemlich viel. Vor allem verbringt er seine Wochenenden auch mit einem ehrenamtlichen Präsidium beispielsweise oder auf, wie letzte Woche, auf einer Mitgliederversammlung. Also ein geschäftsführender Vorstand ist natürlich für die Organisationsentwicklung entsprechend auch zuständig und verantwortet auch die Geschäfte des Vereins. Genau, also das ist erstmal so High Level. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Dinge. Eine der Hauptthemen, die mich jetzt auch in den letzten Monaten beschäftigt haben und wo wir jetzt auch mittendrin sind, wo es jetzt auch übrigens auch bald Ankündigungen gibt, formell auch für die Mitglieder und für die Communities, ist das Thema Planung. Wir haben in der Vergangenheit immer von Jahresplanung gesprochen. Ich bitte darum, nicht mehr von Jahresplanung zu sprechen, sondern von Planung und Planung 2018 an der Stelle und eben auch strategische Arbeit. Das heißt, ich habe mich auch mit der Foundation in der Zwischenzeit öfter getroffen. Finanzierung rund um Großprojekte wie Wikidata beispielsweise, auch Vertragskonstellationen auch nochmal auszuverhandeln mit den Vertragspartnern wie der Foundation oder Drittmittelakquise in dem Bereich. Gut, das habe ich aber auch schon als Leiter der Softwareentwicklung teilweise in dem Umfang auch gemacht. Ja, aber die Hauptverantwortung ist eben Organisationsentwicklung aus meiner Perspektive und da gehören halt ganz, ganz viele Dinge dazu, wie also auch Kultur und bei der Kultur sind dann auch ganz viele weitere Dinge auch angesiedelt,
Wir haben auch praktisch unsere Reporting-Prozesse, die wir auch fürs Präsidium haben, die auf quartalsweise Basis praktisch existieren. Die haben wir auch leicht angepasst. Das heißt, dass wir nicht nur ein Quartal zurückblicken, sondern auch einen Ausblick geben mittlerweile auf das nächste Quartal. Wir haben auch im Sinne der Organisationsentwicklung einige Formate neu eingeführt oder beziehungsweise, sage ich jetzt mal, kontinuierlich weiter verbessert. So würde ich das sagen, indem wir jetzt auch Formate haben, wo wir uns auf inhaltlicher Basis einmal im Monat treffen, die auch offen sind für das Kollegium, neben den eigentlichen Wochenmeetings, die es gibt, und Monatsmeetings. Ja, und solche Dinge gehören dann auch mit dazu, da entsprechend Vorschläge auch zu machen auf einer strategischen und konzeptionellen Ebene und die dann auch entsprechend auch auszuarbeiten. Auf der Mitgliederversammlung am letzten Wochenende in Bamberg haben mindestens zwei Präsidiumsmitglieder gesagt, dass es so ein bisschen zurzeit so ist, dass man nicht weiß, wofür Wikimedia Deutschland eigentlich steht. Oder dass sich das irgendwie weiterentwickelt hat und mal neu besprochen werden müsste. Wofür steht Wikimedia Deutschland? Jetzt die Frage an dich. Na, da kann ich eigentlich auch auf unsere Satzung verweisen. Also da ja, das wäre mir zu einfach. Die Satzung ist von 1900, nee, das stimmt nicht, aber die ist alt. Aber das ist ja erstmal auch das, was formell gilt. Und was wichtig ist, und deswegen sage ich meine persönliche Meinung an der Stelle, ist, dass man schon, und ich glaube, die zwei Wortmeldungen gingen in die Richtung, dass man sich die Frage der Identität jetzt nicht jeden Tag neu stellen muss. Aus meiner Sicht. Aber gewisse Jahre. Genau, das kann man schon mal machen und auch nochmal gucken, wo kommt man eigentlich her und wo soll die Reise auch hingehen und wie verstehen wir uns auch selbst. Also Wikimedia Deutschland ist jetzt 15 Jahre alt. Mhm. Deswegen, gut, und wofür steht Wikimedia Deutschland? Was ist deine persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung ist, dass wir aus meiner Sicht die stärkste Vision und Mission auch haben, die ich überhaupt irgendwie, sage ich jetzt mal, in Organisationen und Firmen auch gesehen habe, rund um das Thema freies Wissen. Der Zugang zum freien Wissen, und das ist nicht nur der technische Zugang, dass es irgendwie im Internet in einer Online-Enzyklopädie abrufbar ist, sondern eben auch auf gesellschaftlicher Basis und auch vor allem auch auf der politischen. Und das ist ja auch einer der Punkte, die ich dann mit dem, das habe ich ja dargestellt, in der Aktualisierung des Wirtschaftsplans, wo ich auch sehe, dass wir da, und da waren wir übrigens auch schon mal vor einigen Jahren, weil wir hatten einen kleinen eigenen Bereich oder Team, das sich um das Thema Politik auch gekümmert hat. Das ist was wir jetzt sukzessive zum Beispiel auch ausbauen. Und ich denke, die Frage für uns und für den Verein, wofür stehen wir, wird sich sicherlich nicht vom Thema freies Wissen verabschieden. Das ist meine Meinung. Ich glaube, die Identitätsfrage geht auch stark in die Richtung, wie interpretieren wir uns auch selber als Verein und welche Rolle nehmen wir auch ein? Welche Rolle nehmen wir ein, national, auf EU-Ebene und vor allem aber auch im internationalen Movement, also in unserer internationalen Bewegung? Und das habe ich ja auch auf der Mitgliederversammlung gesagt und dafür stehe ich oder da glaube ich auch ganz fest dran, dass wir nicht nur, weil wir die zweitälteste Ländervertretung sind und auch die zweitgrößte mit großem Abstand, dass wir da auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung mittlerweile auch haben. Dass es eben darum geht, dass wir noch viel stärker die Ideen und die Prinzipien, für die wir auch stehen, und auch die Werte rund um freies Wissen und dann, wie gesagt, der Zugang ist nicht nur was Technisches, sondern auch was Soziales, dass wir die noch viel stärker prominent in die Gesellschaft verankern. Weil nur dann können wir auch die Wirkung entfalten, die ich mir am Ende vom Tag auch wünsche und wo ich auch das enorme Potenzial sehe. Und das fand ich auch wieder so begeisternd auf der Mitgliederversammlung zu sehen, wie viele Menschen das erste Mal auf einer Mitgliederversammlung sind. Zugleich muss ich aber auch wieder sagen, da wurde mir dann auch bewusst und wo ich dann auch angefangen habe, den Jahresbericht vorzustellen, dass wir doch schon noch sehr
viel Arbeit da reinstecken müssen, dass wir auch erklären, was wir eigentlich machen und für was unsere Produkte auch stehen. Hm. Natürlich kann man jetzt sagen, eine Wikipedia kennt jeder. Aber die Prinzipien, die ja eine Wikipedia und unsere Communities und uns und die Idee da auch so groß gemacht haben, die sind den meisten wiederum überhaupt gar nicht bekannt. Und ich denke, da gehört viel, viel dazu. Und da wünsche ich mir auch, dass wir als Wikimedia Deutschland, auch als Verein, viel aktiver werden für uns als Organisation. Und dass es sich dann eben nicht nur auf, sage ich jetzt mal, eine einjährige Mitgliederversammlung konzentriert, sondern dass das regelmäßiger auch stattfinden kann. Womit wir auch wieder einen Bogen zurückschlagen zu web.de mit dieser verschlüsselten Mail, wo der Kontext einfach gefehlt hat, wo die Leute sehen können, aha, ich kann meine Mail verschlüsseln, warum sollte ich das tun? So, genau, ich kann Wikipedia, da kann ich jetzt noch mehr machen, warum sollte ich das tun oder auch wie kann ich das tun? Ne? Genau, schöne Analogie, die du dann jetzt aufgreifst und den Bogen dazu spannen. Viele haben ja überhaupt gar nicht die Funktion gesehen, dieses kleine Häkchen, was ich da setzen kann. Ich kann jetzt meine E-Mail signieren und dann theoretisch auch verschlüsseln. Das geht uns ja noch immer auch mit der Wikipedia, auch mit den Produkten. Und das ist mit Sicherheit eine der Herausforderungen, die wir uns stellen müssen in der Zukunft. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft und ich glaube, wir sind da auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir auch innerhalb unserer Mitgliedschaft und den Communities sehr wohl auch die, und wir sind ja eine transparente und offene Organisation, aber dass wir auch entsprechend die Einstellung auch mitbringen, uns diesen Fragestellungen auch zu stellen. Und jetzt ist auch die richtige Zeit, nicht nur nach 15 Jahren, sondern weil halt auch international der sogenannte Strategieprozess, der angestoßen wurde, für alle Ländervertretungen, für uns als Movement zu überlegen, wie sieht denn das eigentlich auch aus 2030? Wie kann es denn auch aussehen? Mhm. Wie interpretieren wir unsere Rolle? Was ist denn eigentlich auch mit Kontinenten wie Afrika oder Südamerika oder Asien? Dass wir eben auch den Blick nach vorne richten und vor allem auch nach links und rechts und auch schauen, wie sich Dinge auch verändern. Das ist jetzt so diese Richtung Gesellschaft, Richtung Umfeld der Projekte. Wobei es gibt ein Hauptprojekt, Wikipedia. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Das ist das Größte, das Wichtigste. Da kommt das meiste Geld her, da sind die meisten Leute involviert. Und da kriegt man die Leute auch am leichtesten, weil das am eingänglichsten irgendwie ist. Und hat Wikimedia Deutschland nun schon viel gemacht. Es gab mal ein Referentennetzwerk, es gab mal Wikipedia an der Schule, es gab mal Silberwissen, wo man sich um Ältere gekümmert hat. Es gab verschiedene andere Projekte, wurde viel investiert, Zeit und auch Geld in offene Bildungsmaterialien, OER, wo man Leute miteinander vernetzt hat. Wobei das auch so soziale Prozesse, es dauert lange. Dann Glam, also Galerien, Bibliotheken, Archive, Museen, wird viel versucht, mit denen in Kontakt zu treten, obwohl das auch das Gefühl habe, dass das nicht fliegt. Es sind immer noch so Leuchtturmprojekte, die keine große Ausstrahlung haben. Gut klappt, glaube ich, diese Zusammenarbeit mit der Konferenz Zugang gestalten, wo ich Jahr um Jahr merke, wo die Leute von den Museen und Archiven offener werden jedes Jahr und sich auch freuen, mit Wikimedia Deutschland zusammenarbeiten zu können. Was ist deine Vision, wie es da weitergehen soll? Weil ich meine, es gab Projekte, muss man jetzt neue Projekte machen? Sollte man die aus den alten was machen? Also man, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir aus den alten Projekten lernen, dass wir vor allem, und das werden wir dieses Jahr das erste Mal tun, in der Planungsperspektive wegkommen von einem einjährigen Denken. Weil das ist, denke ich, also das ist meine persönliche Meinung und auch Vision und auch für die Organisation, wir müssen hin zu einem Ansatz, dass wir uns endlich frei machen von diesem Kalenderjahr. Nicht nur budgetär und haushaltstechnisch, sondern auch auf der Zielebene. Das ist essentiell. Und ich denke, das ist halt in der Vergangenheit oftmals in der Planung. Wir machen jetzt ein Referentennetzwerk.
planen das für ein Jahr und haben das Geld für ein Jahr. Und ja, und danach ist kein Geld mehr da und deswegen macht man es irgendwie auch nicht unbedingt weiter. Ganz so war es nicht. Da war ja eher der Gedanke, dass man sich nicht anfreunden konnte, damit konnte, dass die Referenten auch ein Honorar brauchen, weil man das eben ehrenamtlich nicht leisten kann. So, zumindest wenn man das besser machen will. Aber da hat es natürlich geholfen, dass es nur ein Jahr war und das Budget war alle und dann konnte man es einfach auslaufen lassen. Und zum Beispiel, also es macht ja auch Sinn, Dinge irgendwie natürlich nicht immer mehrjährig auch zu denken. Aber ein Beispiel, ja, das war jetzt das Referentennetzwerk, dafür nicht das beste Beispiel, ist jetzt unser Fellowship-Programm, was wir letztes Jahr hatten mit 10 Fellows. Das sind Wissenschaftler, die praktisch einen Mentor auch bekommen, an die Seite gestellt, für einen gewissen Zeitraum eine wissenschaftliche Arbeit auch machen. Und das Ganze soll jetzt dann nicht nur unter einer freien Lizenz verbreitet werden, sondern der Grundgedanke auch vom freien Wissen und der Zugang zu freiem Wissen und den freien Lizenzen wird praktisch den Fellows auch vermittelt, weil wir da auch ganz stark dran glauben, dass die nämlich dann im Endeffekt die Innenwirkung wiederum an den Instituten auch praktisch ausstrahlen können. Und das haben wir jetzt auch gesehen, weil wir messen ja auch unsere Ziele wirkungsorientiert, also welche Wirkung entfalten wir, dass eben sowas seine Wirkung nicht nach einem Jahr also wirklich entfaltet. Jetzt, dieses Jahr, haben wir schon verdoppelt. Das heißt, wir laufen auf 20 Fellows zu, weil wir es auch geschafft haben, mit anderen Stiftungen da zusammenzuarbeiten, die das Programm auch sehr, sehr spannend finden. Und das ist jetzt auch so was Sukzessive, wo eben eine mehrjährige Denkensperspektive auch dazugehört. Was ja auf jeden Fall auch beim mehrjährigen Denken und Planen basierend auf Zielen dazugehört, ist ja im Endeffekt auch, wie kann ich auf dem Weg dahin das kontinuierlich auch verbessern. Wo kann ich auch vielleicht auch Stellschrauben dann auch ändern, vielleicht andere Themen noch mal reinbringen. Wie ich sagte schon, das größte und wichtigste Projekt ist Wikipedia. Nun hat die Wikimedia Deutschland mit den Wikipedia-Communities schon sehr lange ein gespanntes Verhältnis. Mit ein paar Leuten ein sehr gutes, mit ein paar Leuten ein sehr schlechtes und auch aber grundsätzlich nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Die Wikimedia Deutschland ist aus Wikipedia heraus entstanden, also ist von Wikipedianern gegründet worden, hat sich zu etwas entwickelt, was man ursprünglich wahrscheinlich nicht so gedacht hätte. Da war ein pragmatischer Ansatz. Nun gibt es aber Bedarfe in der Wikipedia, ich sehe sie zumindest, wo man konstitutionelle, organisatorische Hilfe einfach braucht, weil wir das Ehrenamtliche nicht leisten können. Sowas wie, dass ich mal, es gibt Wikipedia für Blinde, so ein gab es mal einen Ansatz, aber das ist wieder eingeschlafen. Und ich glaube, da wäre ganz gut, wenn eine Organisation sich drum kümmern würde. Dann die Förderung, das heißt, dass Freiwillige, die etwas mit freiem Wissen machen wollen, das finanziell unterstützt kriegen und auch organisatorisch unterstützt kriegen. Das hat sich ja in den letzten Jahren deutlich verbessert, ist aber immer noch sehr relativ unbekannt und wird mir von vielen, die es benutzen, auch als bürokratisch beschrieben. Ich selber musste neulich, weil ich Eintrittsgeld bezahlt haben wollte, ein Formular ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Fax oder per Mail dann wieder hierher schicken. So. Fand ich seltsam in Zeiten des Internets, aber habe ich dann gemacht, weil ich die Technik auch da hatte. Ich lese auch in der Wikipedia immer noch gegenüber Wikimedia Deutschland böse Worte oder auch eine Grundresignation. Meinst du, dass man da irgendwas machen kann? Hast du eine bestimmte Idee, was in der Richtung passieren sollte? Also zunächst verstehe ich deinen Standpunkt, aber meine Betrachtung aus den letzten 5,5 Jahren ist, also es ist deutlich besser geworden. Und ja, und es gibt immer wieder einzelne Personen, die unzufrieden sind, wenn auch was nicht geklappt hat. Und da muss man auch zuhören. Auch wenn wir jetzt interne Workshops auch haben. Auch hier werde ich auch immer wieder jetzt auch proaktiv angesprochen. Und ich suche auch immer das Gespräch, weil ich die Dinge ja auch verstehen möchte. Woher kommt oder mögliche Unzufriedenheit? Und dann muss man auch unterscheiden, ist es vielleicht ein persönliches Befinden oder auch ein Missverständnis? Und das Datum, also es ist wichtig aus meiner Sicht hier,
wirklich immer auch kontinuierlich, dass wir Dinge auch verbessern. Dazu gehört auch die Förderung, ja, mhm. Und dazu gehören auch die Prozesse und gewisse Dinge wie, da stimme ich dir auch zu, aber da sind wir auch dran. Und das ist halt aber auch aus meiner Sicht nicht von heute auf morgen zu ändern. Aber da sind wir dran. Das ist ein Beispiel, was du jetzt gerade mit der Kostenrückerstattung gesagt hast, das Thema digitale Geschäftsprozesse. 2017 ist es möglich, ja. Auf der anderen Seite darf man auch die Organisationsgröße nicht außer Acht lassen, die wir halt haben als Wikimedia Deutschland. Ja, auf den ersten Blick, ihr seid ja fast irgendwie 100 Leute, das muss doch da möglich sein. Auf der anderen Seite muss man da auch die Relation sehen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir immer zuhören und auch verstehen und auch die Dinge auch geäußert werden können. Und ja, und manchmal sind da Emotionen mit da drin und die muss man dann aus meiner Sicht auch sachlich wieder auf die sachliche Ebene bringen. Ein Beispiel war ja auch aus der letzten Mitgliederversammlung im Dezember die doch sehr emotional geführte Debatte rund um die Online-Kampagne bezüglich den Bannern. Und ich finde, so wie wir das jetzt dann in den letzten Monaten auch gemeinsam mit Mitgliedern und der Community auch gemacht haben, genauso sollte es aus meiner Sicht auch funktionieren. Das ist kontinuierliche Verbesserung für mich. Und das gehört damit dazu und das gehört auch zu unserem Verein dazu und die vielleicht. Ich finde auch, dass das beispielhaft gelaufen ist mit den Bannern, die man braucht Banner, um Geld einzuwerben. Nun war die Kritik, dass die auf einigen Endgeräten so groß sind, dass man Wikipedia nicht mehr vernünftig benutzen kann. Es war auch dermaßen aufdringlich, dass das Benutzererlebnis beeinträchtigt wurde. Und dann gab es halt eine große Debatte und jetzt tatsächlich auch ein Gespräche, Beratung und eine deutliche Verbesserung. Ich freue mich schon auf die nächste Kampagne, wo das dann eben nicht mehr Gegenstand von Diskussionen innerhalb auch der Wikipedia wieder sein muss, wo regelmäßig geschimpft wird. Worauf ich jetzt aber auch nochmal mit meinen Fragen abziele, ist, Wikimedia Deutschland und Wikipedia, sollte das Verhältnis nicht inniger werden, verstärkt werden? Sollte Wikimedia Deutschland nicht mehr hineinwirken in die Wikipedia, Aufgaben dort übernehmen, die einfach Ehrenamtliche nicht übernehmen können? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist abhängig auch von den Aufgaben. Und vor allem, ich habe jetzt noch nicht so ein hundertprozentiges Gespür dafür, was ich aber mit Sicherheit entwickeln werde, weil ich auch viel in den lokalen Räumen bin, auch unter anderem auch im Wikibär und auch immer im Austausch bin. Um welche Unterstützung geht es da? Und Förderung, wie ich auch gesagt habe, gehört dazu, auch das kontinuierlich nicht nur zu verbessern, sondern vor allem auch auszubauen. Allerdings müssen wir da auch aufpassen, dass da nicht falsche Erwartungen auch geweckt werden. Und bis zu welchem Grad soll auch Wikimedia in Projekte mit reinwirken? Oder ist es nicht tatsächlich nur der Ansatz zu befähigen? Und ich denke, auch diesen Diskurs und Dialog muss man immer regelmäßig auch führen. Weil das mit Sicherheit auch eine Einstellungssache ist. Und gerade auch jetzt vielleicht bei dem Thema Wikipedia für Blinde, welche Art von Projektunterstützung wird da auch benötigt? Wo hört organisatorische Unterstützung auf? Wo beginnt sie? Und ich denke, den Dialog muss man immer regelmäßig führen und das wünsche ich mir auch, weil nur so kann auch gewährleistet sein, dass wir da auch immer nah beieinander bleiben. Das ist auch übrigens mein persönlicher starker Wunsch. Und ich sehe übrigens auch natürlich auch in der Vergangenheit auch immer wieder, auch auf vergangenen Mitgliedernversammlungen, wenn wir da nochmal das Thema Identität aufgreifen, ist Wikimedia Deutschland der Verein für die Wikipedia oder nicht. Und meine Wahrnehmung ist und auch von vielen auch alteingesessenen Community-Mitgliedern und Wikipedianern, dass da sehr wohl schon auch die Offenheit auch existiert, auch nach vorne zu schauen und nicht nur in einem kleinen Kosmos, was ja oft auch irgendwie, sage ich jetzt mal, unterstellt wird, dass Wikipedianer auch nur ihren kleinen Kosmos haben. Das muss ich ganz einfach sagen, ist nicht meine persönliche Wahrnehmung. Und also aus meiner Sicht geht auch Wikimedia Deutschland
nicht ohne die Wikipedia-Community und das sehe ich auch in der Zukunft nicht und es geht auch gar nicht darum, irgendwas zu exkludieren und irgendwie auch zu sagen, ja, da steht jetzt Wikipedia nicht mehr drin und deswegen machen wir das auch nicht mehr, sondern es sind eben gewisse Dinge, die gehören einfach auch mit dazu und ich wünsche mir die Offenheit von uns allen, dass wir offen und ehrlich miteinander auch umgehen, weil nur so können wir uns auch in der Zukunft entsprechend auch so aufstellen als Verein, dass wir der Zukunft auch gut begegnen können. Hm. Wir reden jetzt schon fast anderthalb Stunden. Kann ich noch ein bisschen? Geht noch? Oder geht noch, ja. Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es eineinhalb Stunden sind. Was wollte ich denn jetzt fragen? Ja. Du arbeitest in einer Organisation, die stark mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet. Ich habe mich da auch in den letzten Jahren drum dafür interessiert, wie das zum Beispiel bei der DRK läuft, beim Deutschen Roten Kreuz oder beim Arbeiter-Samariter-Bund, den du ja auch kennst. Und da gibt es immer ähnliche Herausforderungen, nämlich die Erwartungen gegenseitig, Misstrauen gegenseitig, auch in Unkenntnis dessen, was der andere tut. Also zum einen, dass die Ehrenamtlichen Ideen haben, was ein Hauptamtlicher tut, der da angestellt ist, aber auch von hauptamtlicher Seite teilweise eine Herangehensweise an Ehrenamtliche, dass man versucht, den Geld aufzurechnen, was ich für eine Todsünde halte, weil das nichts miteinander zu tun hat, aber auch dann überzogene Erwartungen an Verlässlichkeit, oder weil die ja auch eben ja über ihre Freizeit nicht immer frei verfügen. So, und du bei dir bist jetzt in einer besonderen Rolle ja auch noch ein ehrenamtliches Aufsichtsgremium, so hast du es genannt, das Präsidium zu haben. Zeitlich bist du dem immer im Vorteil, ne? Also du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Wikimedia Deutschland, während das Präsidium einmal die Woche oder alle zwei Wochen miteinander spricht und sich regelmäßig trifft. Ich weiß nicht, wie jetzt die Zyklen sind. Ja, also nur gelegentlich das tut. Und das heißt, dass eigentlich du Wikimedia Deutschland bist. So. Die anderen sind nur mit. Siehst du diese Verantwortung? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Die Verantwortung ist mir da durchaus bewusst. Deswegen ist auch mein Selbstverständnis, dass ich bestmöglichst Informationen, Vorschläge und ganz konkrete Dinge auch vorbereite, damit auch ein ehrenamtliches Präsidium mit endlicher Zeit sich bestmöglichst den Überblick verschaffen kann und auch eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen kann. Mhm. Und ich sehe mich als Bindeglied zwischen Präsidium, so heißt es ja bei uns, und der Geschäftsstelle und ganz klar operative Ziele und alles, das liegt alles auch in meiner Verantwortung. Dadurch, dass wir auch ein ehrenamtliches Präsidium haben und wir haben ja auch Ausschüsse, versuche ich auch sehr, sehr eng auch mit den Ausschüssen zusammenzuarbeiten und bestmöglichst da auch zu unterstützen, auch auf dem Weg dahin und auch wenn wir verschiedene Prozesse auch starten, die vom Präsidium initiiert sind oder auch von der Mitgliederversammlung praktisch bewilligt sind oder auch so gewünscht sind. Der Verantwortung bin ich mir sehr, sehr bewusst, ja. Das ist übrigens auch eines der, sage ich jetzt mal, steilsten Lernkurven, die ich jetzt in meinem Leben auch gemacht habe, auch obwohl ich auch in anderen Kontexten auch schon mit Ehrenamtlichen zu tun hatte oder auch selber auch schon das ausgeführt habe. Aber ganz einfach nochmal die Planung und die Zeiteinschätzung und auch die Wertschätzung und die Kommunikation, die da auch damit dazu gehört, ist dann wirklich auch nochmal eine andere. Gegenüber was? Gegenüber klassischem, sag ich jetzt mal, einem DAX-Unternehmen oder einem Unternehmen, wo es am Ende vom Tag darum geht, Produkte bestmöglichst zu platzieren, in den Massenmarkt reinzudringen und so viel Umsatz wie möglich zu machen. Mhm. Genau, bei Wikimedia Deutschland geht es ja nicht um den Umsatz, sondern es geht, warum eigentlich? Möglichst viel freies Wissen, möglichst vielen Leuten bereitzustellen. Das ist ja nun die ganz hohe Ebene. Genau.
So, aber was mir so einfiele, wäre, sich bei Ehrenamtlichen die wertzuschätzen, zum Beispiel. Das wäre so, was fällt dir noch so ein? Na, der Hauptunterschied vor allem ist auch, dass wir die Dinge, die wir auch tun, dass die auch die Wirkung erzielen, die erhoffte. Ja. Und dazu gehört, Freiwillige bestmöglichst zu unterstützen, vor allem auch neue Freiwillige zu fördern, zu gewinnen. Wobei ich da auch mehr wünsche, dass wir praktisch bestehende Freiwillige dazu befähigen, neue Freiwillige entsprechend auch zu gewinnen. Weil ich nicht glaube, dass wir als Organisation eigenständig das auch machen können. Und deswegen geht das auch Hand in Hand, immer nur mit den Freiwilligen, mit den Ehrenamtlichen. Mhm. Und genauso ist auch die Softwareentwicklung, sage ich, kulturell auch aufgestellt von Anfang an. Auch einen starken, die unterstützen dann nämlich auch, nämlich Förderung. Wenn hier von Förderung die Rede ist, geht es ja immer um Geld, das finanziell unterstützt wird. Aber die technische Wünsche ist für mich ein großartiges Beispiel dafür, dass es eben nicht nur finanzielle Unterstützung ist, sondern dass den Freiwilligen ermöglicht wird, ihre Arbeit besser zu machen, dass sie Zeit sparen, dass sie Sachen machen können, die vorher nicht gingen. Genau. Und wenn wir von neuen Freiwilligen reden, schwingt immer so ein bisschen mit neue Wikipedia-Autoren. Aber ich glaube, davon sollten wir uns auch langsam verabschieden. Ich denke, dass es einen bestimmten Schlag Menschen gibt, der überhaupt nun dazu eignet, Wikipedia-Autor zu werden. Aber es gibt so viele andere Sachen, die man noch mit freiem Wissen machen kann und selbst im Umfeld der Wikipedia noch machen kann, außer Autor zu sein. Ich selber sehe mich auch nicht als großartigen Autor. Ich editiere zwar, aber schreibe selten Artikel. Aber es gibt so viel Arbeit, die man machen kann. Man kann Bilder von Rändern von Bildern abschneiden. Man kann Bilder einkategorisieren, man kann Daten einpflegen bei Wikidata, man kann sonst irgendwas machen. Also geht das schon in die Richtung, was dir auch vorschwebt bei Wikimedia Deutschland? Das ist einer der Richtungen, die mir vorschwebt, die ja, also sage ich jetzt mal für dich und mich, die ja etwas länger dabei sind oder tiefer drin stecken, offensichtlich sind. Aber es geht, glaube ich, auch aus meiner Sicht darum, und das habe ich jetzt auch wieder auf den letzten Mitgliederversammlungen, vor allem auch auf der letzten, gelernt, um eine Beteiligung im Verein. Und da geht es dann nicht unbedingt um den Artikel auch zu schreiben oder auch irgendwie, auch wenn auch unsere Workshops sehr, sehr gut ankamen, wie man Wikidata editiert und auch Fotoworkshop, wie man auch Bilder praktisch unter einer freien Lizenz dann in Wikimedia Commons veröffentlicht. Sondern ich glaube, es geht auch zukünftig darum, sicherzustellen, dass Mitglieder und Ehrenamtliche auch Formate finden, wo ein kontinuierlicher auch Austausch stattfinden kann. An was ich denken kann beispielsweise ist, dass wir auch die lokalen Räume mittlerweile, wo wir einige auch schon haben in Deutschland, dass diese Grundsatzidee noch weiter natürlich ausgebaut wird und dass wir dort eben auch einen ganz regelmäßigen Austausch auch pflegen zwischen auch aktiven Mitgliedern oder auch Fördermitgliedern, die jetzt nicht unbedingt auch Artikel schreiben müssen oder irgendwie Daten in Wikidata, sondern die sich am aktiven Vereinsleben auch beteiligen können. Mhm. Und eine der Dinge ist beispielsweise Planung 2018 oder auch Folgejahre oder andere Dinge, wo man sich, sage ich jetzt mal, in verschiedensten Formaten auch einbringen kann, ohne mit der Prämisse zu starten. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen das Gesicht verzogen, weil ich mir Planung jetzt nicht als das vorstelle, was ich unbedingt mitmachen wollte. Das kann aber meine persönliche Präferenz sein. Nochmal zur Mitgliederversammlung, es waren ja über 100 Leute da. Mhm. Mindestens die Hälfte waren Fördermitglieder, die innerhalb des letzten Jahres eingetreten sind in den Verein und die wollten ganz offensichtlich mitmachen. Etliche davon hatten große Lust mitzumachen. Die fanden es toll, was wir hier tun. Ging es um einen Ausschuss, der sich um Partizipation und Mitmachen kümmert und da haben sich dann auch gleich mehrere gemeldet. Das ist zurzeit ist es aber noch so, dass man als Mitglied sich wirklich die Frage stellen muss, Fördermitglied, aktives Mitglied, was ist der Unterschied? Weil wirklich mitmachen kann ich eigentlich nicht. Und wenn ich habe es mehrfach erlebt, wenn dann mit einem Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle gesprochen wurde, ich würde gern mitmachen und dann sagt das Mitglied aus der Geschäftsstelle, na, was hast du denn für Ideen? Und dann damit endet dann meistens das Gespräch. Was denkst du, was man da machen kann in der Richtung?
Also wir müssen uns sicherlich die Frage stellen, welche Formate gibt es in der Zukunft, die eine aktive Vereinsmitarbeit ermöglichen. Mhm. Die AG Partizipation, die ja dann jetzt nicht mehr wiedergewählt wurde, aus bekannten Gründen, also weil es auch kein, sage ich jetzt mal, ich glaube, am Ende vom Tag haben auch die meisten nicht verstanden, was macht die AG und wofür ist die und wie kann ich mich daran beteiligen, auch aktiv. Geht es auch darum, das ist auch mein Anspruch, sicherlich, dass wir uns als Wikimedia Deutschland, als Organisation, die Gedanken machen, wie können wir praktisch Mitglieder aktiv auch einbinden. Ich sag mal, eine Arbeitsgruppe ist ein Format, aber es gibt sicherlich auch noch andere Formate, wo wir auch bei anderen Organisationen schauen können, was funktioniert da auch. Ganz wichtig. Das finde ich gut, Da sind wir übrigens auch gerade dran in diesem Jahr und analysieren das, um dann nicht unbedingt gleich zu irgendwas zu kopieren, was vielleicht jetzt bei einem anderen gemeinnützigen Verein gut funktioniert, sondern dass wir da nochmal dann auch in den Diskurs gehen, auch mit den Mitgliedern natürlich, um zu sehen, was sind die passenden Formate. Und ich denke, auch da können wir einfach aus der Vergangenheit auch lernen, wie ist die AG-Partizipation entstanden, warum ist sie entstanden und was ist der Zweck und wie kann ich mich da jetzt auch nochmal mit einbringen. Und ich wünsche mir ganz einfach, dass wir uns immer regelmäßig die Gedanken über die passenden Formate machen, weil nur so können wir auch sicherstellen, dass jetzt nicht nur eine bestimmte Gruppe der Mitglieder irgendwie da angesprochen wird und dann auch Lust hat mitzumachen. Und ich sehe da noch auf jeden Fall sehr ein viel, viel Weg nach oben, viel Luft nach oben, dass wir das auf jeden Fall für die Zukunft besser machen. Ja. Gut finde ich auch diesen Gedanken, mit anderen Organisationen da zu schauen, was da passiert. Ich hatte mit einigen zu tun, Volkssolidarität, Arbeiter-Samariterbund, Deutsches Rotes Kreuz, wo wir jetzt nicht mit freiem Wissen arbeiten, aber die genau dieselbe Konstellation haben, nämlich viele Freiwillige, Ehrenamtliche und Festangestellte, und die haben genau dieselben Probleme. Vielleicht sollte man sogar dann den Austausch jetzt nicht nur sporadisch machen, sondern mal eine Konferenz machen oder ein Dachverband oder irgend sowas. Ja. Sowieso ein Dachverband für freies Wissen wäre ja auch mal was. Ne? Es gibt ja noch die Open Knowledge Foundation, wo der ehemalige geschäftsführende Vorstand Pavel Richter hingegangen ist. Es gibt eine Open Knowledge Foundation. Dann gibt es die Free Software Foundation, gibt die Mozilla, wie heißen die? Mozilla Foundation. Genau, das sind ja alles ähnliche Prozesse. Gibt es da schon eine Vernetzung? Eine personelle auf jeden Fall schon, aber auch eine Zusammenarbeit? Digitale Gesellschaft gibt es da noch? Zumindest mit den Organisationen, die jetzt in Berlin sind, gibt es auf der personellen Ebene auf jeden Fall eine Vernetzung dahingehend, dass wir uns manchmal, es gibt Formate wie regelmäßig Mittagessen gehen mit der einen oder anderen Organisation. Es gibt ja auch einige Organisationen, die unsere Geschäftsstelle, die Räumlichkeiten oft benutzen für ihre eigenen Formate. Für mich und meine Vision ist, dass es eben nicht nur bei diesem kleinen Austausch bleibt. Also wir stellen die Eventflächen hier zur Verfügung, sondern dass man das tatsächlich nochmal auf eine andere Ebene hebt, weil ich denke, genauso können wir dann auch gegenseitig profitieren und vor allem auch nochmal eine ganz andere Wirkung und Kraft auch entfalten. Und damit ist die Aufzeichnung zu Ende. Wir haben noch besprochen, was für ein Musikstück er sich denn wünschen würde, weil ich ja am Ende meines Podcasts immer ein Stück frei lizenzierte Musik spiele. Er meinte, es ist ihm eigentlich egal, alles außer Death Metal. Ich habe von Kevin MacLeod ausgewählt, einem New Yorker, ein Stück, das heißt Parisien. Er hat ein Album rausgegeben, Wonders of the World, wo er Musik aus verschiedenen Weltregionen nachahmt. Ja, viel Spaß dabei. Thank you.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.